Jetzt live. Wir sind jetzt live, ne? Ja. Wir sind wieder zurück, Leute. Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik. Der Dienstagabend hat dort heute, ab heute, endlich wieder einen Sinn. Endlich hat der Dienstagabend einen Sinn. Und wir sitzen im neuen Studio. Es ist noch ein bisschen dunkel. Wir haben uns diesen Moment aufgehoben, um das Licht einzuschalten, mit euch zusammen. Um erleuchtet zu werden. Wir müssen aber auch gestehen, dass das Studio noch nicht zu 100% fertig ist. Da komme ich gleich zu. Ich starte jetzt einfach mal das Licht, oder? Mhm. Warte, ich glaube, ich brauche da nur hier drauf drücken, ne? Mhm. Und? Da sind wir. Aus dem neuen Science-Studio. Ja, ihr seht dieses Riesenloch an der Decke. Auch mit diesem Stoffballen, der hier noch runterhängt. Das lassen wir so. Das bleibt so. Das ist, ihr erinnert euch ja an die Ecke damals bei uns im Studio. Wo die, ne? Ja. Wir wollten auch hier was Hässliches haben. Auch, dass man es von überall sehen kann. Dass man überall sehen kann. Nee, da kommen Diffusoren rein, die sind einfach noch nicht da. Die sind in UK bestellt, aber die müssten übernächste Woche kommen. Wir wollten jetzt aber den ersten Stream nicht davon abhängig machen, dass die Diffusoren drin sind. Wenn die da drin sind, sieht natürlich noch geiler aus. Da kommt auch noch ein LED-Stripe raus. Wir können jetzt hier ganz viel mit Licht machen, aber das werden wir im Laufe der nächsten Feedback-Streams raushauen. Also jetzt nicht alles direkt zum Start. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich riesig. Ich habe es vermisst, 2 Monate lang nicht zu streamen, nicht mit euch im Chat abzuhängen, kein Track-Feedback, keine Nerd-Talks. Wirklich langweilig. Ich hoffe, euch ist es auch so ergangen. Ihr habt uns vermisst. Ich bin auch sehr gespannt auf die Einsendung. Ja, genau. Haben sich ja einige angesammelt. Und wir merken jetzt schon, dass das neue Studio uns sehr viel Benefit bringt. Zuallererst, ich glaube, der Ton ist jetzt viel, viel besser wie sonst. Ja, genau. Hört mal hin. Hört einfach nichts. Es ist Ruhe. Ich glaube, das Einzige, was man jetzt hört, ist die Lüftung in der Küche. Die mache ich mal noch schnell aus. Ach so, ja. Ach so, und starte noch vielleicht noch mal. Ich weiß nicht, ob der Bot schon da ist. Also, weil der Bot ist in der Küche, weil das ist das einzige Gerät, was jetzt hier noch Geräusche macht. Der Bot ist ja schon seit Ewigkeiten auf so einem alten Razer-Laptop und der lüftet ziemlich laut. Darum haben wir den jetzt einfach in die Küche gestellt, damit es hier nicht so laut ist. Ist connected? Müsste jetzt connected sein. Okay, also Bot sollte gleich da sein. Genau, der Bot ist einfach noch zu laut. Ja, der ist jetzt in der Küche, der Bot. Er ist jetzt in der Küche, der Bot, genau. Der bleibt da jetzt auch. Ja. Ja, und wir freuen uns natürlich jetzt auch auf die Streams, die Audio-Streams, die Producing-Streams. Absolut, da haben wir auch noch mehr. Los, ne? Mehr macht, ja. Und wir hören jetzt die Musik wirklich über sehr, sehr fette Lautsprecher, die in der Wand sind. Ihr seht natürlich im Studio-Vlog, wie es noch weitergeht. In den nächsten Wochen gibt es ja immer wieder Folgen, wo ihr den Prozess seht, wie es bis hierhin gekommen ist. So, jetzt wollen wir aber gar nicht weiter quatschen, denn ich bin wirklich hyped auf die ganze Mucke, die ihr euch geschickt habt, uns geschickt habt. Und wir haben natürlich auch einen Gast. Pfaffi ist da. Hallo Pfaffi. Hallo. Oh, bei dir ist Feuerwerk im Hintergrund. Ja, ich wollte es ein bisschen festlich für den Abend heute machen. Das ist cool. Das machen wir ja nicht so oft ein Studio eröffnen. Nice. Nee, wirklich. Ja. Das ist schon ein neues Kapitel jetzt wieder für Sign, ne? Absolut. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also wir sind sehr, sehr, sehr happy. Alle. Ja. Auch für euch, für die Produkte. Ja. Ihr werdet es merken. Ja. Wir werden einfach noch besser jetzt. Ja, vor allem können wir jetzt endlich wieder anfangen, auch Produkte an den Start zu bringen. Selber auch zu machen. Ja. Da haben wir viel vor dieses Jahr. Ja, und ich finde es total ehrenvoll, jetzt der erste Track, der jetzt in diesem Track-Feedback über die neue Monitore und alles läuft, ist schon Besonderes. Das, ne? Stimmt. Also, ja, tatsächlich. Ja. Okay, gehen wir rein in den ersten Track, würde ich vorschlagen. Ich muss dir noch den Link schicken, Pfaffi, Moment. Da muss ich erstmal wieder reinkommen. Wo ist die Maus auf den 24 Bildschirmen, die wir hier hängen haben? Wenn du so schnell machst, dann wird die groß, dann siehst du, wo die ist. Ja, also entschuldigt, wenn jetzt mal heute was schief läuft. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Hier ist der Link, Pfaffi. Dankeschön. Ich mute. Wir gehen rein in was ist jetzt der Tracktitel? MLL 002. MLL 002. Entity. Cool.
Ich bin gespannt. Erster Track im neuen Studio. Bis gleich. Thank you.
das war der erste Track im neuen Studio. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass die nächsten Track-Feedbacks erstmal von uns, die wir hier machen, so ein bisschen... Ist erstmal geil alles. Ist erstmal fett. Ist erstmal, also geiler wirklich Bass. Die Lautsprecher. Wir werden irgendwann mal so einen Tag der offenen Tür machen oder Wochenende der offenen Tür, wo man sich Tickets holen kann. Dann kann man mal vorbeikommen. Wir werden auch Mixdown-Sessions hier machen, wo ihr mit Tracks vorbeikommt. Und dann machen wir an einem Wochenende mal einen Mixdown mit euch. Natürlich immer limitiert. Und wir können jetzt hier nicht irgendwie 120 Leute gleichzeitig reinlassen. Aber wer mal in den Genuss kommen möchte, die Möglichkeit wollen wir auf jeden Fall bieten. Außerdem kann man das Studio auch mieten. Wenn man also mal Bock hat, in dem Studio zu arbeiten, einen Tag oder auch länger mit uns oder alleine, ist das möglich. Dazu kommt aber bald noch Infos. Jetzt erstmal zu dem Track. Ich fand das für den ersten Track im neuen Studio eine echt stabile Nummer. Absolut. Schön geiler Techno, Kopf runter auf der Tanzfläche. Kritikpunkt von meiner Seite: Mir hat so ein bisschen die Tiefe gefehlt, so ein bisschen so die Ebenen. Und es wirkte auf mich teilweise so ein bisschen zu programmiert. So die Sounds waren immer an der gleichen Stelle. Also da, manchmal ist es ganz cool, wenn Sachen unerwarteter passieren. Das war für mich so Achtelbars, Achterbars kopiert und aneinander gefügt. Das, ja, ein bisschen toolig so. Ja, aber ich mag gerade bei solchen Nummern, wenn die so verschraubt sind, dass ein bisschen, dass die Sounds ein bisschen unprogrammierter kommen einfach. Ja. Mhm. Und es war, dadurch, dass so wenig Ebenen da waren und alles so auf einer Fläche klang, mir fehlt es dazu noch so ein bisschen an Textur. Ja. Mhm. Boah, ich merke gerade, dass ich erstmal wieder reinkommen muss in dieses Feedbacken. Ich habe so zwei Monate kaum mit Menschen gesprochen, irgendwie auch. So außer mit Andi und Thorsten. Gekabelt und. So, weißt du? Und das merke ich irgendwie. Fafi, dein Feedback. Ich habe deins jetzt nur so zur Hälfte mitbekommen, weiß nicht, was du schon gesagt hattest. Aber ich knüpfe an den Schluss von dir mal gerade an. Fand ich auch, dass das ein Problem ist, dass es war zu sehr einheitsbrei, sage ich mal. Also, es war ultra die gute Idee, richtig geiler Groove, kompletter Vibe. Ich hätte mich beim Tanzen auf jeden Fall voll gefreut, wenn so eine Nummer laufen würde. Aber hier und da war es einfach so statisch und der große Break hat ja auch eigentlich nur die Drone als etwas Neues hervorgebracht. Also es kam sonst gar nichts Neues hinzu. Und die Drone kam dann auch, wie du sagst, immer so an der gleichen Stelle. Mhm. Wo es richtig geil gelöst war, war das auch in der letzten Hälfte ungefähr, ab dem großen Break, so eine offene Hi-Hat immer mal wieder reinkam, auf einem unerwarteten Schlag. Und dann war die auch automatisiert, dann war die mal länger und mal kürzer. Und das kam richtig, richtig geil. Ich würde da bei der Drone zum Beispiel auch so ansetzen, dass die vielleicht die ersten zwei Male auf was total Erwartbarem kommt und beim dritten Mal dann komplett unerwartet. Und dann würde man als Hörer schon denken, ja, ich habe das schon längst durchschaut, wie das hier funktioniert. Und dann kommt die große Überraschung und dann kickt das dann auch richtig geil. Ich fand aber ansonsten, dass der Track irgendwie ziemlich cool war. Also das Sounddesign hat mir gefallen, die Automationen waren sehr cool, das hat sich ganz langsam geöffnet, das hat mir gut gefallen. Es gab so eine richtige krasse Spannungssteigerung dadurch am Anfang. Aber die Transitions und die Breaks waren noch nicht so, habe ich mir so aufgeschrieben. Der erste Break zum Beispiel, es war so ein ganz kleiner Mini-Break und dann ist der Drum-Groove volle Möhre dann rein, aber es war komplett unvorbereitet. Also es kam von jetzt auf gleich, kam Textur dazu, Atmo dazu, Hi-Hats dazu, aber es wurde überhaupt kein Sog geschaffen dahin, dass jetzt auf einmal voll viel High-End kommt, weil bis dahin hatten wir eigentlich nur zugefilterte Sounds und die Kick, die auch recht dumpf war. Und den Überraschungsmoment, also es war kein Überraschungsmoment der positiven Art, wie das jetzt, was ich eben gemeint habe, sondern das wäre so ein, hat man jetzt einfach nicht mit gerechnet. Kann man noch geiler vorbereiten mit Transitions, mit Reverse Sounds und so. Einfach die Hi-Hat in Reverb schicken, umdrehen und dann teasert sich das schon mal an und dann kann man die reinklatschen. Dann ist es gut. Ah, Fafi, deine Feedbacks sind immer super, wirklich. Dankeschön. Fafi ist nicht rausgekommen. Ich habe noch eine Sache auf meiner Liste stehen und zwar am Ende kam noch so ein Clap-Layer oben drauf. Das macht man ja im Hardcore manchmal so, dass eine Clap dann auf die Kick kommt, um einfach nochmal ja, diesen Wahnsinn zu steigern. Mhm. Und hier war das aber so eine total resonante Clap. Es war gar nicht eine Clap, ich habe Fragezeichen. Es war auf jeden Fall ein Layer auf der Kick, der dann nochmal dazukommt. Der war extrem resonant, wie wenn man so eine
recht resonante Clap nochmal zufiltert und da Resonanz drauf gibt. Also so, dass es schon fast wehtut, auch auf leiser Lautstärke. Da würde ich nochmal schauen, dass das, wenn dann so eine richtige 909 Classy Clap ist, die da so schön drauf sich setzt nochmal. Sehe ich aber hier bei dem Track gar nicht. Der ist so schön hypnotisch, da brauchst du diesen Anschub nicht, finde ich. Torgi. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich fand den nicht mal unbedingt so, dass da noch viel mehr passieren muss oder so. Vielleicht kann man die Sounds auch ein bisschen verändern über die Zeit, aber ich fand den so toolig, wie der ist, eigentlich ganz geil. So vor allem soundästhetisch fand ich das ganz nice. Also ich sag mal so, am Anfang kommt's rein und ist geil, Bass ist geil, Kick ist geil und dann irgendwann wird es schon sehr loopy. So. Da könnte man dann schon noch ein bisschen was ändern, dass es nicht so maschinell klingt. Aber wenn das genau so ein Ding sein soll, so ein maschineller Stampfer, dann passt das eigentlich. Also wenn es mein Track wäre, ich hätte im Background irgend so eine crunchy Noise Atmo gemacht, wo der Filter auf und zu geht, mal ins Reverb rein, mal ins Delay rein, sodass das den Track so ein bisschen so diese Ebene gibt, weißt du? So Platz die, ist die, da die auf Bühne, jeden Fall noch für, ne? Ja. So. Und dann hätte der Rest auch gut, hätte der Rest noch eine bessere Szene gehabt irgendwie, wo es stattfinden kann. Ja, fühle ich auch, aber... So, und jetzt ist mal, glaube ich, Zeit, auch nochmal Danke zu sagen an die Community, weil, hey, wenn wir euch nicht hätten, die Community, dann hätten wir auch nicht die Möglichkeit gehabt, so ein cooles Studio zu bauen. Das haben wir geschafft wegen eurem Support, eurer Treue über Jahre, wie wir das schon machen. Und da müssen wir uns einfach mal wirklich ganz doll bedanken. Und ich finde es Wahnsinn, dass wir einfach nach 2 Monaten Pause direkt wieder 152 Zuschauer haben. Großartig. Krass, auch danke schon für die 45 Likes. Großartig. Ich möchte auch mal ein paar persönlich begrüßen, die wir jetzt schon so lange nicht mehr gesehen haben. Schall und Klang ist wieder am Start. Beatmax, Modul 808, DJ Mini Libra ist am Start. Wen sehe ich denn hier noch? Quinto ist da. CL Audio. Moods Club. Mein Vater ist wieder am Start. Wenn er nicht am Raven ist, ist er weg. Dennis Künz, Steffen ist da. Patrick Reitz, auch nochmal ein Danke an Patrick, der unser Studio hier auch mitgebaut hat, der eingesprungen ist, als Thorsten nicht konnte. Katharina Müller am Start. Merk, Nachtvogel, Nahton-Erlebnis. Hey Mann, ich hab euch alle vermisst. Kasimir von Thorn ist am Start. Ein paar neue Leute. Hebe B auch da. Wenn ich euch jetzt vergessen habe, ist es einfach, weil hier so viele Namen sind. Ralf Weiß am Stissel. Geil. Netzkante da. Freut mich. Seltag auch da. Ey, freut mich einfach, dass ihr diesen Tag mit uns gemeinsam feiert. Geil. Und wir gehen jetzt direkt in den zweiten Track rein. Und achtet mal drauf. Wir haben uns nämlich was einfallen lassen. Achtet auf den Analyzer. Mal gucken, ob es euch auffällt. Da kommt gleich eine Überraschung rein. So, der nächste Track kommt von Zentgraf Techno, schon oft gelesen, heißt Katharsis. Tatsächlich habe ich auch schon einen Track gemacht, der Katharsis heißt. Ich habe es mir heute gedacht, als ich den reingemacht habe. Auf, wie heißt das Label, wo ich den veröffentlicht habe? Keine Ahnung. Track veröffentlicht, der Katharsis heißt. Da gab es so viele, ja, ist ja. Mir alles. Auch geiles Bild, passt gut zu dem Thema Katharsis. Ich bin gespannt, ob wir jetzt in den nächsten Monaten auch ganz oft Coverbilder von DALI und diesen ganzen AI-Geschichten sehen. Ja, safe. 100 Pro. Ja. 100 Pro. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon welche gesehen, so auf Spotify. Ja. Okay, wir gehen rein. Katharsis, Zentgraf Techno. Los geht's. Biggie. And repressed emotions leads to a reduction of these conflicts and feelings. You have to free yourself from mental conflicts and inner tension through emotional release. Through emotional release.
leads to a reduction of these conflicts and feelings. You have to free yourself from mental conflicts and inner tension through emotional release. So, ja, lustige GIFs haben wir uns einfallen lassen. Die haben wir noch im alten Zeilen aufgenommen. Wir haben da hunderte von. Und können euch über die nächsten Monate mit ganz vielen unterschiedlichen dieser GIFs. Es wird noch mehr geben. Es gibt sehr viele, überdurchschnittlich viele Interpretationen von Travolta. War nochmal mein Travolta dran. Schon meinen oder nehmen. Genau. Hä? Wo ist das Frequenzspektrum? Track ist weg. Oh Mann, ey. Sehr, sehr lustig. Ja. Das war jetzt nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und zwar aus ganz vielen Aspekten heraus. Sowohl Mixdown als auch Sounddesign, Soundauswahl und Arrangement waren da sehr, sehr viele Baustellen. Insgesamt wirkte der Mix sehr mumpfig. Da waren wenig Höhen, gerade in den Drums. Also all das, was für Klarheit und Air in einem Track sorgt, war irgendwie zu leise und einfach nicht am Start. Das waren die ganzen Heads, das ganze Metall, was oben saß, war einfach super wenig. Dann dieser Vocal am Anfang und auch die anderen Vocals, die wirkten auf mich wieder total belanglos. Das ist, ich weiß, in welchem Stadion man Vocals hört. In welchem Stadium als Producer man diese Vocals benutzt, weil es einem noch sehr schwer fällt, geile Themen zu generieren. Und dann nimmt man halt einfach ein Vocal, weil es sich im ersten Moment irgendwie geil anhört. Aber musikalisch ist das nicht wirklich. Und wenn dann auch noch so viele verschiedene Vocals kommen, wirkte das für mich auch konzeptlos einfach. Ja, das ist halt das Ding, dieses so verschiedene. Ja, ja, also dann da einer. Naja, wenn man ein Vocal nimmt, das irgendwie rhythmisch benutzt und dann ist was anderes. Aber genau. So einfach irgendwelche Sachen, ne? So aus dem, so ja, ja. Da reinwürfeln. So wie mit der Vocal-Gießkanne so. Na, einfach über alles drüber. Machen wir hier nochmal ein paar Vocals. Was gibt's denn bei Splice noch für Vocals? Nehmen wir den auch noch. Ja. Das. So. Und dann war das ganze Arrangement sehr durcheinander. Da kam was rein, da kam was raus. Am Ende kam noch dieser Acid da rein. Und das war irgendwie, wirkte das noch nicht für mich wie ein Track, sondern sehr collagig, vom Mix her sehr unausgeglichen. Oh, er sagt, es ist selbst gemacht gewesen, der Vocal. Okay, auch cool, wenn du den selbst gemacht hast, aber es war zu viel Vocal. Also einen geilen Vocal mal in einem Break zu machen, der dann einmal kommt, aber so, weil der Track so ein bisschen überladen von diesen Vocals. Vocals, waren ja viele. Mir fehlte da die Linie. Wenn man auch schon die Waveform sieht mit diesen zwei Breaks und dann kommt dieser Acid da rein und so, da kommt keine klare Stimmung, kein klarer Vibe rüber. So, man wird als Hörer nicht in ein so eine Blase verfrachtet, in der man sich befindet, sondern es ist sehr wirr. So, ja. Torge, was sagst du? Ja, ich fand vor allem das auch und das hier ab dem zweiten Break war ja quasi ein anderer Track einfach. Mhm. Also da kam dann irgendwie, ging der Vibe von vorher komplett weg und dann kam auf einmal eine 16. Acid-Line rein. Zwar natürlich geil gefiltert, also ich meine, so ganz ehrlich, 303 klingt halt immer geil irgendwie, aber... Den Acid fand ich gut. Ja, aber es ist so ein... Also da kann man halt nicht schimpfen so bei 303, aber es ist halt einfach so, auch so willkürlich gewesen irgendwie so ein bisschen. Also einfach so, als hätte man gedacht, da muss jetzt unbedingt noch was rein. Manchmal muss man einfach auf die Sachen vertrauen, die man schon hat, so, die man schon drin hat und nicht noch auf Biegen und Brechen noch eine 303 rein oder noch ein Vocal drauf machen. Dann hätte es unter Umständen besser funktioniert. Mhm. Ja, oder von Anfang an schon so ein bisschen, wenn es darum gehen soll, dann Acid schon mal ein bisschen mit reinbringen. Also irgendwie so wirkte das jetzt einfach, als käme nach dem zweiten Break einfach ein anderer Track dran. Ich kenne Tracks, wo das genauso funktioniert, wo ein geiler Aufbau kommt und dann kommt auf einmal im Breaks diese Acid-Line. Mhm. Aber dann ist am Anfang des Tracks deutlich weniger Thema, viel mehr Groove und ballert. Genau. Es ist nicht ein zweites, weil das war jetzt quasi dann ein zweites Thema einfach, ein komplett anderes Thema. Dann muss man irgendwie vorher darauf hinweisen, dass da noch was kommt, indem man halt keins vorher macht oder so. Ja, das ist das Ding, weil so denkt man dann einfach, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und also was gewollt war wahrscheinlich dieses, oh geil, jetzt kommt noch Acid rein, nice, so. Aber das ist halt irgendwie dann too much, wenn, vor allem, weil auch das, was vorher dann drin war, dann einfach weg war. Also irgendwie muss man halt immer gucken, dass man diese Verknüpfung schafft. Ja, das ist wie wenn du so einen geilen Western guckst. Denkst so, geiler Western, hat seine Schwächen und auf einmal, mitten im Film, landen Außerirdische. Ja, ey, es gibt Ten Cloverfield Lane oder so. Ja. Das ist so ein, ich habe gerade vergessen, wie der Regisseur heißt, aber da geht es die ganze Zeit eigentlich nur so um so einen Bunker und es ist quasi so ein Und am Ende kommen auf einmal so Aliens. Aber der ist aus der Cloverfield-Reihe. Ja, trotzdem. Da geht es ja um diese Außerirdischen. Ja, das aber ist es ist so... Von dem, der auch Alien gemacht hat. Ja, das ist auch von dem, der erste Cloverfield ist ja auch mit den Aliens. Ja. Aber ich habe es nicht gereiht. Ja. Es hätte so, es ist so, hä? Ja, wenn du das Background... Pfaffi, wie hat es dir gefallen?
Nicht so gut auch. Also es, auch Geschmackssache ist nicht so mein Ding momentan. Aber ich habe auch so ein bisschen an der Idee meine Probleme gehabt, weil ich habe die Vocals gar nicht richtig verstanden. Ich habe nur eine Phrase verstanden, und zwar Reinigung. Und da dachte ich auch kurz, hey, ist das jetzt ein Trash-Track? Geht es jetzt hier um Putzen? Oder habe dann auch gar nicht mehr dran gedacht, dass es Katharsis heißt. Und die Leute auf der Tanzfläche zum Beispiel raffen ja auch gar nicht, dass es Katharsis heißt. Und ich denke auch immer, wenn man dann produziert und sich überlegt, okay, ich habe dieses Bild von Katharsis vor Augen und habe auch beim Produzieren dieses Bild immer wieder da. Aber wenn man das halt nicht schafft, das zu transportieren, auch im Track, dass man das eindeutig versteht, worum es geht, dann braucht man auch, das klingt jetzt böse, als es ist, aber dann braucht man gar nicht erst versuchen, überhaupt dem ganzen Inhalt zu geben. Im Techno geht es ja auch eher so um Groove. Und dann bin ich immer so ein Fan von, okay, ganz klarem Inhalt, den jeder rafft, oder den Inhalt eben nur musikalisch ausdrücken, also über den Vibe und Synthesizer und sowas. Und ich fand auch, dass es waren einfach viel zu viele verschiedene Sounds drin, die nicht miteinander interagiert haben sozusagen. Also es gab ja keinen Call and Response zwischen dem Rave und dem 303, sondern die waren einfach nur so, da, hier mal ein Rave Step, ach, ich habe noch eine 303. Ach genau, so Rave Steps waren ja auch noch drin. Stimmt. Ja. Ganz am Anfang immer mal. Ja, da dachte man auch, okay, das ist jetzt schon die nächste Steigerung. Ja, das ist. Und dann dahinter kam dann der wieder weg. Ja, und das, also war dann auch, dann gab es auch noch so eine rollende Midrange-Bassline, die irgendwann dazu kam, noch zu dem Rumble, der schon zu dröhnig und zu laut war. Und dann ist dadurch nochmal alles untergegangen. Und da habe ich mir gedacht, warum alles, was man gerade irgendwie geil findet, in einen Track werfen? Denkt ihr das doch lieber als EP-Konzept? Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, Sachen aufzugreifen, die gerade gut funktionieren oder die man auch selber gerne mag. Wenn man sagt jetzt, okay, ich mag total gerne Rave-Steps, ich mag gerne 303 und will das jetzt mal in ein Projekt unterbringen, dann denke ich es doch als EP-Projekt. Also das in einem Track würde ich, wenn, dann so machen, dass die beiden Sounds auch wirklich miteinander interagieren, dass die sich sozusagen seine Daseinsberechtigung auch irgendwie gegenseitig geben. Und bei dem ersten Sound, der hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, weil ich glaube, man hat gehört, dass es ein Sample war, also ein Loop einfach, ein längerer. Und wenn man dann den im Track benutzen will, dann muss man ja irgendwie noch einen Filter draufschmeißen und den dreht man dann auf. Das klingt aber nie so geil, wie wenn man das aus einem Plugin holt oder aus der 303 oder halt aus einem Nachbau oder so, weil es funktioniert da drin einfach anders. Und man dreht ja dann auch nicht nur am Cutoff, sondern auch noch am Decay, an der Resonance. Vielleicht hat man auch die Behringer 303, dann kann man noch an der Distortion-Färbung was drehen und so. Und es bockt alles so hart zu machen und es bockt zu hören. Und dann finde ich es immer schade, wenn man diese Dinge nicht nutzt und einfach nur eine Synthline nimmt und einen Autofilter drauf und Cutoff dann hoch. Ich finde, das ist noch lange kein Asset. Bin ich auch immer ein bisschen picky, muss ich sagen, weil ich bin aber auch ein großer Fan von. Und Mixdown-technisch, ja, der Rumble war zu laut, hat alles geschluckt, die Clap. Und am schlimmsten hat darunter der Rave-Step gelitten, weil der muss ja in die Stirn klatschen im Mixdown. Der muss ganz, ganz vorne sein und sich voll breit aufziehen. Der ist ja komplett untergegangen. Also ich würde es als EP denken und mir nochmal überlegen, welcher Sound wann, wo, wie vorkommen soll. Das war mein Feedback. Danke dir. Das ist auch mit der 303 halt so ein Ding, weil mittlerweile hat die halt so einen Status eingenommen, so jeder macht das mal in seine Produktion rein. Mir fällt dieses Wort nicht ein, ist auch egal. Auf jeden Fall, es ist halt ein bisschen ausgelutscht und da muss man es halt geil machen, wenn man es macht. Weil sonst ist es so, okay, 303. Ich glaube auch, die Kunst am Produzieren ist es auch, eben was zu schaffen, was mit wenig Elementen, dann aber trotzdem über diese 5-6 Minuten irgendwie geil ist und wo man dranbleiben will, was einem so an die Hand nimmt und durch den Track durchführt. Ja. Und umso mehr man anfängt, Sachen in Tracks zu machen, umso eher ist das für mich, wenn ich produziere, immer ein Zeichen, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin. Weißt du, wenn du am Kochen bist, ne, und du denkst irgendwie, das schmeckt noch nicht. Und dann fängst du an mit Gewürzen. Das noch und das noch und das noch. Mhm. Und dann, ach, schmeißt du noch das mit rein. Es wird nicht besser. Irgendwann hast du einfach nur so eine braune Pampe. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wir haben jetzt Game of Thrones geguckt, da heißt es einfach so was Braunes. Was die da so. So, das ist. Und das ist die Kunst als Producer, irgendwie diese, sich selber zuzuhören
Und die einzelnen Elemente zu entdecken, zu wissen, okay, das ist jetzt ein Element, was ich wirklich getragen bekomme. Ja, genau. Und dann sollte man sich mit diesem einem Element auseinandersetzen, mit dem wie in so einem Gespräch gehen und versuchen, aus diesem Element durch Automation, durch Effektsettings irgendwas rauszuholen, was dann über mehrere Minuten trägt. Vor allem jetzt in dieser Art von Techno. Es gibt natürlich auch elektronische Musik, die wieder anders funktioniert, über Melodieführungen und Basslines und weiß ich nicht was. Aber hier geht es schon darum, einen hypnotischen, treibenden Sound zu finden. Ja. Ja. Ja, aber generell, also das, was du gesagt hast, ist, kannst du eigentlich auf alles beziehen, so, dass man halt, dass die Kunst darin liegt, zu erkennen, was mache ich jetzt wirklich rein und was funktioniert miteinander und was muss vielleicht wieder raus, weil es doch nicht so geil ist so, oder too much. Ja, und auch nicht jede Idee, die man hat, immer direkt in den Track umsetzen. Mhm. Ja, also wenn man an irgendeinem Synth schraubt und da kommt was Geiles raus, muss man immer überlegen, ist es geil, aber ist es so geil, dass ich jetzt einen Track draus baue? Mhm. Oder schraube ich vielleicht noch eine halbe Stunde weiter und habe was, wo es sich dann auch lohnt, einen Track rauszumachen. Das ist aber die Erfahrung. Also von 20 Ideen, die ich habe, verwerfe ich 19. Und die eine ist es dann, wo ich mir denke, komm, aus der machst du jetzt wirklich mal einen Track. Und die anderen sind in meinem Kopf gespeichert als, okay, jetzt weiß ich, wie ich den Sound mache. Oder, ja, oder so. Man nimmt halt einfach auf und hat es dann und kann es dann irgendwann nochmal benutzen. Aber muss es nicht direkt dann für das, was man gerade macht, verwenden. Ja. Ist ja dann auch vielleicht so ein geiler Beiwerksound. Muss ja nicht immer alles, was man produziert, gleich das Monster-Thema sein. Ja, ja. Aber man braucht ja immer noch ein paar Counterlines oder so. So, ja. Sowas kann man das immer zurücklegen, ne? Genau, so eine Bibliothek sich aufbauen. Ja, ja, voll. Ja, Oyala schreibt gerade, wann kommt das Gift für mit der Tür ins Haus kommen? Das wäre schon wichtig, dass wir das noch aufmachen. Oh ja. Das schon lustig. Ja, stimmt. Okay, wir gehen in den nächsten Track rein. Modul 808 am Start, auch hier im Chat am Start. Bin ich sehr gespannt. Und ich sehe auf dem Thumbnail ein Elias-Kompressor. Elysia. Hast du dir gegönnt, Modul 808? Oder? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Ja, wir zwei gehen sogar. Über, das ist so, ah ne, es ist einer. Ja, aber wir gehen mal rein. Bis gleich. Thank you.
Geile Nummer. Geile Nummer. Bevor ich aber jetzt zum Feedback komme, wollte ich noch was sagen. Und zwar genau, für alle, die neu dabei sind, mal kurz erklären, wie funktioniert überhaupt das Konzept. Jeden Dienstag um 18 Uhr sind wir hier am Start mit unterschiedlichen Gästen und geben euch Track-Feedback. Ihr habt vorher die Möglichkeit, auf sign.de euch zu registrieren und euren Track einzusenden. Wir suchen dann am Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr die Tracks raus. Das macht einen Zufallsalgorithmus, der spuckt uns dann 10 Tracks aus. Und diese 10 Tracks hören wir dann und bewerten sie. Am Ende gibt es immer noch einen Poll und da könnt ihr abstimmen, welcher Track euch am besten gefallen hat. Außerdem sind wir ab jetzt auch wieder jeden Donnerstag, also fast jeden Donnerstag, am Start mit einem Stream, Nerd Talk. Am Donnerstag gibt es ein neues Pack von uns, Essential Elements 3 veröffentlichen wir. Stimmt, ja. Und da gucken wir mal rein, außerdem gucken wir ein paar Vlog-Folgen, also ab jetzt immer dienstags und donnerstags geile Streams im Sign-Universum. Freue ich mich sehr drauf. Und 209 Zuschauer, danke für die 95 Likes, ich glaube, da geht aber noch mehr und ich will heute auch noch was verlosen. Und zwar das Synthet und die Flowcards. Das geht heute raus. Beides, geil. Beides. Aber separat. Separat. Mal gucken, ja, wer was gewinnt. Und das machen wir aber erst, wenn wir 150 Likes schaffen. Dann haue ich die beide raus. Ja, komm Leute, dann drückt mal drauf, würde ich sagen. Ja, oder wisst ihr was? Weil das heute so ein wichtiger Tag ist, verlose ich beides zweimal. Also man kann beides zusammen gewinnen. Geil. Aber für zwei Leute. Also für zwei Leute. Zwei können beides für zwei gewinnen. Leute. Synthesizer Quartett. Und die Flowcards. Gibt es übrigens auch im Shop, wenn ihr es nicht gewinnt, könnt ihr das bei uns auf sign.de. Ich gehe dann später zum Verlosen, gehe ich dann in die Losküche. In die Losküche, genau. Bot. Ja, zum Bot. Dann wird hier verlost, alles klar. Geil, ja, jetzt zum Track. Jetzt möchte ich nicht als erstes Feedback geben. Torge, hau raus. Ich wollte gerade sagen, Pfaffi, was ist denn? Also ich kann wirklich nicht meckern. Ich fand den richtig geil. Und vor allem fand ich, dass er sich richtig gut entwickelt hat einfach. Also man hatte von Anfang an das Gefühl, man folgt da irgendwie irgendeiner Schnur und ist einfach dabei und denkt so, okay, schön, was kommt als nächstes? Und ist einfach bei allem, was kommt, war ich zumindest so, alles klar, okay, vielen Dank, alles klar, weiter, okay, nice, ja, okay, alles war irgendwie so geil. Nehme ich, genau. Ja. Okay, nehme ich auch noch mit, ja. Und dann Vocal noch, alles klar, passt auch noch rein, super. Weil das war auch, man muss auch sagen, es wurde, damit ich mir jetzt nicht widerspreche, was ich vorhin bei Zentgraf gesagt habe, dass man jetzt hinterher nicht einfach noch Acid draufballert, irgendwann am Ende, jetzt kam das Vocal auch am Ende, aber es war vorher nicht so viel los.
Also es ja, war, und es fügte es sich Platz. Ein. Also man merkt, es baute vorher, sich so auf. Da kam und es kamen schon Chops vorher. Drauf, also man hat vorher schon so kleine Vocal-Chops gehört. Immer mal wieder, es wurde so angeteased und dann kam es dann einmal rein und war sich geil. Vor allem dieser Chord, der so vom Cut-off so aufgeht, das war krass. Der ist heavy. Habe ich auch jetzt. Also ich liebe so Sounds, wo ich nicht dahinter komme, wie die gemacht sind. Und das checke ich nicht. Hört sich einfach geil an. Also nice, ich kann überhaupt nicht meckern. Mixing war auch geil. Ich hätte, also doch, eine Sache habe ich, hätte wahrscheinlich eine etwas punchigere Kick genommen. Also nicht so einen auf Hard Techno, sondern so ein bisschen mehr drückt. Ah, okay. Irgendwie, das hätte ich auch geil gefunden, so, im, so off-house-mäßig. Aber heißt ja auch Modul 808 muss dann auch eine sneaky Kick sein. Ich mag den Modul 808 seine Sachen, weil die so einen Minimalismus haben. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das schon immer, also alle Tracks von dem, die jetzt hier mal kommen, sind ganz gut. Das fand mir gut. Also ja, danke für die Einsendung, ich kann nicht meckern. Fafi, was sagst du? Fand den auch richtig geil. Also dieser Dubby-Vibe hat mir sau gut gefallen, der ganz langsame Aufbau und ich war voll drin und irgendwie habe ich irgendwann in der Hälfte gemerkt, oh, es ist jetzt ganz schön viel drin hier in dem Track. Ist mir gar nicht aufgefallen, wann das alles reinkam. Und es wurde einem so schön untergeschummelt. Und war nicht so auf dem Präsentierteller, alles so subtil, das hat mir saugut gefallen. Auch so das Stereofeld wurde richtig schön ausgenutzt. Also war nicht die ganze Zeit Stereo, sondern es ist auch mal wieder in die Mitte zusammengefallen und dann in den wichtigen Momenten auseinandergegangen. Das war richtig schön gemacht. Ich habe den Vocal auch voll genossen. Das hat mir auch so ein bisschen an Fatboy Slim erinnert auch. Oder Obi hat auch so Tracks, ne? Die so übelst gechillt sind und dann kommt ein so ein dreckiger. Ich habe jetzt Obi verstanden. Ich dachte mir, du meinst Moby. Moby, ja. Ich dachte auch gerade Obi. Nee, ganz gechillt. Ruhige Nummern. Gemütliche Vocal. ich fand diesen Break mit dem Vocal auch, also ich hätte damit nicht mehr gerechnet, obwohl die Chops vorher schon kamen. Hat es mich so voll, was, jetzt reißt der nochmal noch was Neues auf. Ich war so im Sog drin. Ne? Hätte es für mich nicht gebraucht, obwohl der so geil war. Und ich glaube, ich war jetzt selber am Ende überlegen, oh Mann, der Vocal ist echt gut. Was sagst du denn jetzt? Empfiehlst du den oder nicht? Ich glaube, ich hätte für mich ganz persönlich zwei Edits gemacht. Wäre das jetzt mein Track. Weil dieser langsame Aufbau von dem Instrumentalen am Anfang, dem hätte ich schon noch auch sein instrumentales Finale geben wollen während dem Prozess. Aber ich hätte auch wissen wollen, wie die Nummer mit Vocal klingt. Ich würde einfach zwei machen. Und auch da wieder der EP-Gedanke, es ist auch völlig legitim, da in seiner künstlerischen Freiheit zu sagen, es gibt den nochmal als Instrumental. Ja, safe. Also ich könnte mich nicht entscheiden, ich würde es einfach beides machen. Ja, das kann man ja auch gut machen, ne? Ja, easy. Naja, also früher war das sogar gang und gäbe, dass man auch mal einen Dub-Mix gemacht hat, ne, der ein bisschen reduzierter war oder sowas auf einer EP. Mhm. Ja. Und hätte ich dann zwei gehabt, dann würde ich die Version mit dem Vocal so machen, dass der Vocal viel früher reinkommt und auch so richtig durchgeorgelt wird, wie bei diesen Fatboy Slim Tracks das eben der Fall ist. Also diesen Loop wirklich in alle Effekte, die ich habe, schmeißen, so die Abwechslung schaffen und wie so ein Gitarrensolo, das sich immer verändert, würde ich den Vocal dann behalten, also behandeln. Vielleicht drei Edits machen dann lieber. Oder drei. Ich glaube, dass sowas besser funktionieren würde, wenn es dann auch ein gebreakter Track wäre. Ich glaube, bei so einer Vierviertelnummer, die sehr smoothie ist, könnte das komisch kommen. Bisschen wenn hektisch dann, oder ja. So wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das braucht dann auch eine gebrochene Nummer. Müsste man ausprobieren. Ja. Auf jeden Fall richtig geil, der Checker. So. Ja, hat Spaß gemacht. Schön dran weitermachen. Oder so raushauen, wenn es dir gefällt. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich fand die Nummer einfach gut. Und das war im Vergleich zu dem Track vorher, hat man da gehört, dass der sich zugehört hat. Dass der einfach gemerkt hat, was habe ich hier vor mir und das ist einfach gut gemacht gewesen. Gefiel mir gut. Das Piano war mir ein bisschen zu viel Flanger oder Chorus oder Phaser oder so drauf. Das wirkte auf mich so ein bisschen wonky. Das fand ich geil. Nee, das hat mir nicht gefallen. Und hat sich dann auch tatsächlich in dem Part so ein bisschen mit den anderen Elementen überschlagen. Da war einmal so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt überschlägt sich das gerade so ein klein bisschen. Aber ansonsten geil. Geil. Ja, gerade kam eine Frage, Tonal Balance, warum das nicht mehr dabei ist. Es gibt keine VST2-Version, die auf diesem Mac läuft. Das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Ja, okay. Ich hab's versucht, es geht. Ja. Allerdings ist auch das Sponsoring mit Isotope ausgelaufen und entsprechend
sind wir da wieder frei und mal schauen, ob wir nicht demnächst irgendein anderes Tool am Start haben, was dann im Track-Feedback läuft. Ja, also aktuell für alle, die es interessiert, ist das Span. Man sieht es noch nicht richtig, weil ich das zerschnippelt habe, aber ja, ist auch kostenlos. Also falls ihr irgendwie einen Analyzer sucht und Span nicht kennt, der macht erstmal alles, was ihr braucht und kostet nichts. Und ich möchte auch nochmal auf was hinweisen, und zwar die 10er-Deals laufen noch, wer es nicht mitbekommen hat. Momentan gibt es auf sign.de 100 Produkte, die jeweils 10 Euro kosten. Und wenn ihr 5 kauft, zahlt ihr nur 4 mit dem Code 10er. Absolut richtig. Das ist eine krasse Aktion, die läuft noch bis Sonntag. Wer also Bock hat, sich da zum Beispiel eine Masterclass von Dominik Eulberg ist am Start. Masterclass von Introversion, aber auch geile Soundpacks, also wirklich über 100 Produkte, könnt ihr euren Warenkorb... Genau 100 sind es. Sind genau 100. 100 für 10. Könnt ihr einfach mal checken auf sign.de. Das ist eure Möglichkeit, uns und unsere Arbeit zu supporten, ist eben unser Shop. Ja, nächste Nummer, oder? Ich glaube, ich habe den Link schon geschickt. Eine Frage haben wir noch aus dem Chat, auf die würde ich gerne noch eingehen. Und zwar, ob wir die SignCon für dieses Jahr schon planen. Wir planen sie noch nicht, aber es wird auf jeden Fall eine SignCon geben. Ich habe da auch schon ein paar Ideen, die ich bald angehen werde. Ja, aber es wird auf jeden Fall wieder eine SignCon geben dieses Jahr. Wieder im Sommer, vielleicht ein bisschen später, mal schauen. Aber kommt 100%. Ich fand, SignCon war eines der Highlights für mich in 2022. Absolut. Ja. Genau. Jetzt, nächste Track. Der Schall und Klang. Heute irgendwie voll viele Leute dabei, die man immer aus dem Chat liest. Ne? Finde ich cool. Ja, Schall und Klang war tatsächlich eine Einsendung. Also so punktetechnisch eingelöst. Ja. Punktetechnisch. Okay. Cool. Der Schall und Klang. Color of Strings. Track-Feedback, siehe Beschreibung. Track ist letztes Jahr entstanden, noch lange rumgeschraubt. Sind mit Automation 44 Spuren geworden, alles selber eingespielt. Oh cool, Hardware-Track, Drumbrute, Korg Monolog, DeepMind, Roland MC-909, nice. Ableton Wavetable und okay, das finde ich mal cool, wenn man so ein bisschen weiß, wie es gemacht ist. Dann gehen wir mal rein. Yes. Gönnt euch noch mal ein paar Likes hier, wir wollen was verlosen. 150 brauchen wir.
Waffe. Ja, ich stecke noch drin. Also drei Tonmelodie-Dinger, die gefallen mir auch immer gut, muss ich sagen. Aber ich habe im Mixdown ein paar Probleme gehört. Da hat gut. Die Synth-Line oder die Bass-Line mit ihrem Bass irgendwie alles verdeckt. Also die Kick ging irgendwann ganz unter, die Percussion ging unter leider und das High-End war 10 Kilometer weiter hinten als der Synth-Bass angesiedelt. Hat man auch im Spektrum gesehen, es gab gar nicht so viele Höhen und die Pads haben in der Mitte für heftige Peaks gesorgt. Und die Bassline oder Synthline, ich kann mich gerade gar nicht entscheiden, weil sie war irgendwie beides. Sie war irgendwie eine Bassline, weil sie so viel Bassanteil hatte, aber war eigentlich als Leadsound eingesetzt, der viel weiter oben spielen sollte. Und der hat, was von dem Synth am meisten durchkam, war diese sägende Mitte. Da haben mir so ein bisschen das Obertonspektrum gefehlt, dass das auch mal ein bisschen pritzelt und sich auch allgemein besser als Synthline durchsetzt und nicht nur so als mittige Säge, sage ich mal. Die Tom-Bassline am Anfang, die hat auch mega gedröhnt. Ja, stimmt. Auch die könnte für die Verdeckung so verantwortlich sein mit. Und die Kick war auch sehr pappig und ohne Höhen. Und wenn dann so viel noch zur Verdeckung kommt, dann muss man wirklich noch dafür sorgen, dass die Kick über einen Click-Layer oder andere Techniken noch ein bisschen mehr nach oben kommt. So vom Vibe her fand ich es nämlich richtig geil. Also das mit den Pads, mit der Bassline, das war einfach eine schöne Zusammenstellung von Sounds und Melodien auch. Und auch die Percussion waren cool. Das war schon alles sehr geil. Das muss nur, die Percussion müssen einfach auch noch deutlich nach vorne kommen. Und dann gehören sie auch zu dem Track dazu und sind nicht so viel weiter weg wie der Rest. Ja, ich habe gedacht, vielleicht ist es ein Abhörproblem. Das klang ein bisschen so, weil das, was ich von dem Percussion Loop gehört habe, der klang schon ziemlich nice. Der war, also der, wenn man alle Percussion jetzt, ich habe mir das direkt so als Gruppe vorgestellt. Natürlich hat man das dann auch so als Gruppe sortiert im Projekt und die war tight untereinander abgemischt. Aber diese ganze Percussion-Gruppe noch nach oben zu sollen, das hat gefehlt, ja. Also ich glaube, das größte Problem, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, ist einfach die Drumroot-Kick, weil die Drumroot-Kick ist gefährlich. Ganz ehrlich, weil der Drumroot ist kacke. Der ganze Drumroot ist einfach ein scheiß Drummy. Es ist Schmutz. Nein, aber die Kick ist Schmutz. Ich finde, die Kick ist gefährlich. So. Weil der Drumroot ist einfach, das ist ja, die anderen Percussions, die kriegt man, glaube ich, noch gut, weil das waren ja, glaube ich, jetzt auch die anderen Percussions. Ich fand, die klangen jetzt eigentlich, die klangen eigentlich gut. Aber die Kick ist einfach voll gefährlich, weil man denkt, unter bestimmten Umständen, so bestimmten Lautsprechern, denkt man, dass die irgendwie so einen Punch hat. Aber das ist, wie Fafi gesagt hat, das ist halt so ein pappiger, komischer, muffeliger, kleiner Punch. Und dafür hat die überhaupt gar keinen Bass und macht eigentlich nur so irgendwie so mitten in der Mitte irgendwo. Und das war das Einzige, glaube ich, was diesen Track so richtig für mich so runtergezogen hat. Weil ansonsten war der Vibe wirklich voll nice. Also Stimmung war geil, Percussions hätten lauter gekonnt und vielleicht hätte man zum Beispiel, hätte ich glaube ich beim später nochmal im Track die Bassline, die durchgehende in so in Achtel oder 16. Steps gemacht, weil es glaube ich könnte geil kommen, so als Groove. Aber so ansonsten ist die Kick einfach super problematisch. Also die würde ich einfach austauschen, dann ist schon um 50% besser. Ja, also von mir erstmal Respekt. Hardware-produzierte Tracks, finde ich, sind immer anspruchsvoller zu produzieren wie Software-produzierte Tracks. Mhm. Weil die Gefahr daran liegt, dass sie genauso klingen wie dieser Track. Ja. Das ist so. Mein erster Tipp ist, kauf dir einen vernünftigen Preamp, wo du deine Hardware-Synths ein bisschen mit aufdonnerst. Das vergessen viele, die mit Hardware arbeiten. Die gehen einfach mit dem Ding direkt ins Interface und es klingt dann meistens scheiße. Ein guter Preamp macht da schon viel aus. Also das Signal geil zu machen, bevor man es aufnimmt, ist ultra wichtig bei Hardware, finde ich. Dann ist die Zusammenstellung aus Hardware, also ich würde jetzt mal den Drumroot einfach in Frage stellen und gucken, ob man da nicht vielleicht was anderes findet, was ein bisschen geilere Drums hinbekommt. Den Vibe jetzt mal dazu. Respekt. Geil. Jetzt hast du geschrieben, 44 Spuren, finde ich sehr viel für so einen Hardware-Track und hört man auch nicht raus.
Also ich ja, habe jetzt... Ich glaube, das meiste findet so in dieser Pet-Kategorie statt. Pet-Kategorie statt, ja. Da ist einfach ganz viel drin. So. Also Mixdown-technisch fehlt es halt wirklich an Höhen, an Brillanz, an eine saubere Abtrennung. Das wirkt alles insgesamt noch sehr, sehr, sehr verwaschen. Wie wenn man... wenn man alles total blurry sieht, weil man dringend eine Brille braucht. So wie ich. So wie du, ja. Ja, so klingt es irgendwie. Was mir aber gefallen hat an dem Track, ist der Vibe. Ja, voll, mir auch. Und die Musikalität dahinter, auch wenn es jetzt eine einfache Akkordfolge war, die jetzt auch nicht sich immer wunderschön aufgelöst hat, was sie auch nicht unbedingt muss, aber das war okay. Glaube ich, auf jeden Fall. War harmonisch, genau. Ich glaube, Stimming hat das sowas mal Mantrance genannt. Mantrance? Ich glaube, das ist Mantrance. Ja. So diese klassische Dreiton-Melodie. Nee, Mantrance meinte eher diesen Melodic Techno Tale of Us-Style und so. Ja, da muss man so ein männliches Vocal ganz soft daher flüstern. Achso, ich dachte, er meinte damit diese Dreiton-Bassline und darüber dann halt irgendwas. Ja, okay. Jetzt habe ich den Faden verloren, Torge. Danke. Entschuldigung. Nee, was ich so genau. Und zwar. Wenn man die Nummer richtig gut abmischt, ist sie geiler. Ja. Ja. So ist es. Ja, wirklich. So also ich. Nein, das war jetzt vielleicht blöd formuliert. Ich glaube, man muss die Nummer nur noch gut abmischen, dann ist es auch ein guter Track. Nee, genau so ist es wirklich. Ja, weil so Vibe ist nice. Am Anfang Italo-Business, nicht Italo-Business, sondern das ist ein Label, sondern Italo-Disco-Vibes. Ja. Und dann fand ich, kam so Funk the Void rein. Ich weiß nicht, ob ihr Funk the Void kennt, aber dieser Reese-Bass und so hat mich voll an Funk the Void erinnert. Ich habe an Skywars Pink gedacht. Du hast an Skywars Pink gedacht, ja. Ja, also, aber... Ja, einfach Kick raus, Drumboot verkaufen. Oder verschenken und eine andere Kick. Ja. Ich gehe jetzt mal auf eine Frage ein. Interessiert mich, wie ihr zu Preamp-Emulation für analoge Synths steht. Wertet die Aufnahme ja auch auf. Genau, wenn ihr zum Beispiel Universal Audio am Start habt, da habt ihr ja in diesem Unison-Feature auch diverse Preamps. Das ist auf jeden Fall besser wie gar kein Preamp. Aber sich irgendwann mal, ich weiß so... Man kauft sich lieber Synths und Instrumente, aber wenn man so ein bisschen auf Gear aus ist, sich irgendwann mal einen guten Preamp zu kaufen, einen analogen, ist es wirklich wert, wenn man mit Hardware arbeitet. Es ist es wirklich wert. Und wir haben hier einen von Heritage Audio, der so ein bisschen in diese Neve-Richtung geht. Finde ich klasse. Gibt's für relativ kleines Geld, kostet nicht so viel wie ein Neve. nicht ganz so viel, Oder wenn man einen Mixer hat. Mixer haben ja auch schon Preamps. Je nachdem, was man für einen Mixer hat, kann man auch mit einem Mixer preampen. Ja, aber ansonsten, also UAD, die Preamps von UAD sind auch schon echt mit den Plugins zusammen. Ja. Kann man das schon gut benutzen auf jeden Fall. Also ein Signal von Hardware im Vorfeld so zu bearbeiten, dass man es wirklich richtig geil aufnimmt, dann braucht man hinterher einen Mix weniger zu machen. Ja. Weil so recordete Power Off in 5 Minuten safe. Ich dachte kurz, der Mac so. No. Kann ich das einschalten? Ja. Okay. Next one, oder? Ja, next one. Next one. Next one. Übrigens werde ich, das kann ich noch sagen, steht auf meiner To-Do-Liste der Ultimate Hardware Guide, wo es nämlich genau um sowas geht, weil ich merke nämlich immer wieder, dass viele noch Probleme haben, mit Hardware umzugehen, wie man die MIDI technisch richtig verkabelt, wie man sie vernünftig aufnimmt, welche Hardware zu welcher passt, wie man es mit dem Mischpult geht, wie man überhaupt aufnimmt, was es für Workflows gibt, ist ein riesen Thema. Voll, auch was auf jeden berechtigt, Fall, berechtigterweise. Ja, bald nicht so einfach durchzublicken, auf jeden Fall. Ja, bald am Start kommt. So, habe ich dir den Link schon gecheckt? Ja, okay, jetzt kommt von Hannes Wunderberg Eternal. Sehr gespannt. Wie ein interessanter Artistname. Mhm. Gleich. We'll be right back.
Kurz, ich möchte eine Frage aus dem Chat beantworten, ob wir schon im neuen Studio sind. Nein, leider noch nicht. Aktuell streamen wir noch bei mir aus der Küche. Aber ich denke mal, in 2-3 Wochen ist dann auch das neue Studio fertig. So, ja, Torge, du kannst... Wir haben ja jetzt erst angefangen zu bauen. Ja, genau. Nicht so. Ja, Hannes Wunderberg. Ich finde, also das ist ja so ein ganz klassischer Afterlife-Track irgendwie, so ein Melodic-Ding. So. Sollte vielleicht da hingehen, oder? Sollte da hingehen und Sounddesign-technisch, also vom Synth, sage ich jetzt mal, ist es auch 100%ig getroffen. Und der Synth war auch gut, also hat sich gut angehört. Ist halt für meinen Geschmack jetzt ein bisschen zu cheesy, aber ist auf jeden Fall, reiht sich da gut ein. Aber das größte Problem an der Nummer ist auch wieder die Kick, finde ich. Also es ist so, gerade der Transient ist so voll plastikmäßig. Und sticht da so richtig raus irgendwie. Und auch der Rest der Kick ist ja so voll rumbly und dröhnig irgendwie. Man hat es im Spektrum auch gesehen, da ist so ein Spike. Mhm. Und du hast es eben schon richtig gesagt, so, ne? wenn man das schon im gesamten Spektrum sieht halt vom, ja, Track, dass da so ein Ding in die Höhe schießt, dann sollte man nochmal genauer hingucken auf jeden Fall. Das dröhnt irgendwie komplett, dieser Rumble. Und ja, und die Hi-Hats auch. Die Hi-Hats, die fiepen richtig, also die haben richtig reingeklatscht. Also da war irgendeine Frequenz viel zu heftig. Das, ja. Ach, ich hatte gerade einen Spruch im Kopf. Ja, was denn? Ich weiß nicht, ob ich den bringen kann, aber ich finde den gut. Mach mal einfach. Oder soll ich muten? Let's try. Ist ja nur ein Joke, ja. Okay, wir haben uns mal kurz gesprochen, ob ich diesen politischen Witz raushauen darf, aber so ein Peak ist ungefähr wie das AfD-Wahlergebnis im Osten. Das geht zwar steil nach oben, aber ist nicht gut. So, okay. Weiter geht's. Wegen der Karnevalszeit. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jetzt keine politische Diskussion. War nur ein Witz. So, mach ich nie wieder. AfD steht auch für was anderes. Das war nicht gemeint. So. Alles für Dienstag nämlich. Richtig. Alles für Dienstag. Alles für Dienstag. Okay. Warst du fertig mit deinem Feedback? Ich war fertig sonst. Ja, also noch kurz abschließend. So fazitmäßig geht das schon in eine professionelle Richtung auf jeden Fall und auch vor allem in diese Sparte reiht sich das gut ein. Ist mir persönlich aber zu cheesy und die Hi-Hats ist zu resonant und der Rumble zu dröhnig und der Transient zu plastikmäßig. Ja, ich fand Kick einfach viel zu groß und Rumble für die Nummer. Das war schon was sehr Softes vom Vibe her. Ja, das hat und dieses, nicht so gut. Also Joyhauser, die machen das. Die machen das aber gut. Und das war hier nicht gut umgesetzt. Davon ab finde ich diesen ganzen Stil nur noch wenig überraschend. Also ich kann da kaum mal was zu sagen, weil das alles irgendwie gleich klingt. Ja, das meinte ich mit cheesy. Das ist halt so voll dieser, das ist einfach diese Schablone für so eine Art Musik genommen. Ja. Auch mit dem, genau dem Sound, der dafür steht. Also dieser brassy, Moog-Lead-Sound irgendwie. Wahrscheinlich aus der Diva. Aus dem Diva, genau. Dieses Diva-Preset, was kommt, wenn man eine Diva aufmacht. Genau, mit dem Audio-Tent-Preset. Ja. Ja, das klingt jetzt voll fies und so, aber ja. Ich meine, wenn... Sind jetzt fies. Wenn einem die Musik gefällt, ist das ja auch alles richtig so. Aber ja, es ist halt so ein bisschen ausgelutscht, muss man schon sagen. Ja. Oh, ey. Aber ich finde zum Beispiel Joyhauser, die benutzen auch technoidere Sounds an sich. Also da gibt es ja super viel Super-Source. Vielleicht auch mal zugefilterte Acid-Sounds und sowas, aber hier gab es ja diese Sounds, die sich eher aus dem Minimal bedienen, wie Afterlife das ja auch macht, oder Muku von Afterlife. Aber also ich bin so ein bisschen hinterhergerissen, mir hat der Rumble auch überhaupt nicht gefallen, also mir war der Kontrast zu krass, vor allem, weil der Break so wunderschön war und so nach Melodic Minimal House angemutet hat, fand ich das einen ganz weirden Kontrast, da wieder zurück in den Stampfbunker zu gehen. Und ich mag beides voll gerne. Eigentlich müsste es mich komplett abholen, genau dieser Kontrast. Aber hat ästhetisch nicht so gefittet, fand ich jetzt. Und was ich auch noch überlegt hatte, ist, wenn man sich mal so ein bisschen in diesen Afterlife-Sound reindenkt und hört und so, dann ist es ja wirklich ein krasses Rezept, was darunter gespult wird. Und weil es funktioniert, werden die das auch noch ein paar Jahre machen und so.
Aber wenn man dann als Kritik übt, dass das immer alles gleich ist und sich hier jemand mal an was Neuem versucht, dann will man irgendwie plötzlich die 16. Baseline wieder zurück, weil man das so gewohnt ist. Und ich weiß jetzt nicht, das ist so ein bisschen Gewohnheit gegenüber kreative Innovation. Und das ist immer so, das sind so auch diese schwierigen Entscheidungen im Studio, wenn man sowas mal wagt und sagt, okay, ich mache jetzt mal alles ganz anders als die anderen. Ich bin jetzt nicht Joyhauser 2.0 und mache technoide Megasynths in sowas. Ich bin aber auch nicht Afterlife und mache jetzt einfach nur beim Drop diese Bassline da rein. Ich mache mal was Neues. Aber was ist, wenn es dann nicht klappt? Und wer entscheidet das eigentlich? Weil ganz oft sind so Innovationen, die viele komisch finden, dann wiederum auch sau erfolgreich. Ich glaube aber, das ist was. Aber es könnte sein, dass man es nicht komisch gefunden hätte, wenn es ein bisschen anders abgemischt wäre und ein anderer Transient auf der Kick. Also man kann ja, dieses Konzept kann ja sein, dass es geil ist, aber es war halt so ein bisschen, stand einfach nicht im Verhältnis, fand ich. Also ich glaube, an sich wäre das schon aufgegangen, aber ich glaube, es war einfach nicht so gut, soundtechnisch nicht so gut umgesetzt. Aber, ja. aber selbst wenn es jetzt noch geil abgemischt gewesen wäre, ja, finde ich, ist immer noch ein Ding da. Dieser Sound ist auf einem so hohen Level entwickelt mittlerweile. Da gibt es so ultra krasse Produktion. Und wenn man sich damit misst und so einen Sound macht, dann muss man da auch zumindest in die Range kommen. Das ist, wenn ich jetzt irgendwie mich bei einem Boxkurs anmelde und 3 Wochen später gehe ich mit Mike Tyson in den Ring. Oder ich will jetzt einen Film produzieren, weißt du, ich will jetzt einen Film produzieren und dann will ich Marvel machen. Das sind Dinge, die sind schon durchgespielt. Und wenn man sich einem solchen Genre widmet, dann ist da auch eine hohe Erwartungshaltung bei den Hörern, weil die sind komplett verwöhnt, weil ob ich das jetzt mag oder nicht, die Leute von Afterlife und all das, die machen einen extrem hochwertigen Sound. Und dann komme ich da hin mit so einer Nummer, die halt einfach nicht mit dem feinen Pinsel gemalt ist, nicht so filigran ist, nicht mit dem teuersten Moog aufgenommen ist, sondern halt eben nur mit der Diva oder so. Und dann, es ist schwierig. Ja, ich weiß, und dann wird das oft auf einem Level produziert, wo Melodic Techno dann vor 5-6 Jahren mal war. Mhm. Ne? Also das finde ich immer so, wenn man sich eben für so ein Genre entscheidet, was schon so hoch entwickelt ist, dann muss man seine Hausaufgaben deutlich besser machen, um damit zu überzeugen. Ja, aber also das verstehe ich komplett, aber ich glaube, was Fafi auch eben meinte, war halt, dass man dann ja gerade vielleicht versuchen kann, die Richtung dann einzuschlagen mit, okay, ich mache jetzt hier dicke Kick und dicke Rumble und trotzdem den Melodic Sounds drauf, so. Ja. Das wäre der Ansatz gewesen. Da dann das, irgendwelche Frankenstein-Tracks rauszumachen oder ein neues Genre oder so, dann, das ist klar. Damit dann was, ne? Und das, ich glaube, da dieser Versuch steckt da so ein bisschen mit drin. So, das war auch, glaube ich, das, was Fafi eben sagen wollte. Dieser Versuch steckt da auf jeden Fall auch drin. Aber jetzt finde ich dann zum Beispiel wieder, dass er halt nicht so gut umgesetzt ist, weil eben der Rumble dröhnt und der Rest dann nicht so gut passt. Aber ja. Sorry, Fafi, jetzt haben wir dich voll unterbrochen. Ich war eigentlich fertig, aber ja, ich glaube. Ja. Auch, dass man das durch die Gewohnheit, ist es denn Gewohnheit oder funktioniert es wirklich nicht? War jetzt so meine Frage. Funktioniert der Sound nicht oder bin ich es nur nicht gewohnt? So, und naja, das Frage. Muss dann, ja, das ist immer so die Sache, ne? Kann man halt als Einzelner nicht entscheiden irgendwie. Aber ich appreciate den Versuch und vielleicht, wenn man jetzt an diesem Sound bleiben möchte, dass man sagt, okay, ich mache im Break, lasse ich die Engel fliegen, aber ansonsten sind wir im Techno-Bunker. Dann vielleicht auch mal mit mehreren Kicks versuchen. Oder vielleicht das Tankblue-Bunker-Feeling, wenn man das dann unbedingt drin haben will, durch eine Drone mit reinzunehmen, die so ein bisschen Kontrast aufbaut zu diesen Glitzerpads oder sowas. Muss ja nicht immer direkt die Turnhalle sein. Ist jetzt aber die Frage, ne? Wollte der in diesen Techno-Bunker oder wollte der Ibiza Afterlife? Das ist echt die Frage. Das ist die Frage, ne? Was ist da verunglückt? Ja. Ja. Dann warte mal kurz einen Kommentar hier. Nein, nicht. Okay, natürlich, das ist die Gefahr. Wenn man auf zu so einem hohen Level was produzieren möchte, dann können 75% der Leute aufhören. Ja, da gebe ich dir recht, dass meine Aussage, die ich gerade getätigt habe, so in diese Richtung gehen könnte. Es ist aber nun mal einfach so, dass es auch noch andere, also gerade dieser Melodic Techno, der am Start ist, ist halt einfach sehr, sehr, sehr krass entwickelt. Und wenn man den machen will, muss man halt auch entsprechende Skills haben. Es gibt gute Gitarristen und es gibt Gitarristen, die machen Jazz.
Weißt du? Und wenn du Achtung, Jazz. Björn. Achtung. Und wenn du. Nein, und wenn du Jazz spielen willst. Schwierige. Yeah. Ja. Ja. Und wenn du Jazz spielst. Ja. Ist auch egal. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Aber es ist halt so ein. Es ist so. Ja. Es ist so, aber es ist auch nicht so. Ja, es ist kontrovers. Ist, ja. Trotzdem soll natürlich jeder einfach machen und produzieren und Spaß daran haben, ne? Ja. Naja. Aber ich glaube, es kommt am. Aber man hat sich mit dem Genre einen Genre ausgesucht, was schwierig ist. Ja, voll. Am Ende steht, glaube ich, dann einfach die Frage, was man damit erreichen will. Also wenn man jetzt wirklich dann auch vorhat, dann auch in den Beatport Melodic Techno Top 10 zu landen, dann ist es eigentlich so, wie du sagst. Aber wenn man das vielleicht nicht vorhat, dann ist es halt, dann muss man einfach gucken. Ja. Ja, nächste, oder? Ist sehr polarisierend, wie man an unserer Diskussion merkt. Ja, absolut, ja, ja, aber finde ich ja gut, oder? Mitnehmen in die absolut, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Und das ist auch lustig, weil es schon so lange so polarisiert. So seit Stefan Bozin eigentlich. Ja. Ja. Naja. Sehr interessantes Thema. Auch der Chat reagiert total gut drauf, finde ich gut. Jetzt geht es auch schon mit Jazzgitarre. Wer weiß, was ich da für ein Fass wieder aufgemacht habe. Darum meine ich gerade. Das ist gefährlich jetzt hier, Jazzgitarre. Es ist wirklich schwierig, Jazzgitarre. Ja, Jazz zu machen, ist heavy. Schwierig. Ja, boah, ich war neulich, muss ich kurz erzählen, war neulich im Jazzkonzert. Im King George, geiler Laden. Mhm. Voll snobby, aber. Also, heißt es King George oder King George? Ich glaube King George. King George. Weil es gibt kein E hinter dem G. Mhm. Dann King George, glaube ich. Und da war aber richtig krass, da ist immer irgendwie samstags oder so, weiß nicht wann, donnerstags Open Stage und dann war da so ein Dude mit so einem Kontrabass, ne? Und das ist ja erstmal schon so ein Gerät, das ist ja doppelt so groß wie man selber. Mhm. Und dann hat er da 2 Stunden durchgespielt und so übel schnell auch und so. Mhm. Also voll verschwitzt und ich dachte so, boah, Alter, das ist Musiker, Mann. Mhm. Das ist krass. Ja. 2 Stunden Kontrabass krass. Mit so dicken Saiten, ja, so ja. durchzupfen, so mega schnelle Bassläufe spielen, alter Schwede. Das ist krass. Das ist heavy. Ja, ja, wie meine ja danach bestimmt Wolfpack. So Rillen im Finger. Ja, genau, der ist auch richtig krass, Wolfpack, ja. Sorry, Fafi, was meinst du? Der hat danach bestimmt so Rillen im Finger von den Saiten. Ja, ja, der hat wahrscheinlich so Stahlkappen. So aus Hornhaus. Ja. Fragen noch zu SignCon. Es gibt noch kein Datum. Aber gerade kam die Frage, ob die irgendwie am 22. Juni ist. Nein, da ist sie nicht. Da habe ich Geburtstag, da machen wir keine SignCon. Sondern die wird eher so August, September sein. Ja. Gerade lustig. Das sind die Techno-Leute, die keine Ahnung von Musik haben, mal einen Ballon platzen lassen. Ja. Jetzt können wir richtig, jetzt geht es richtig zur Sache hier. Jazz gegen Techno. Ja, geil. Ja, freue ich mich ja, dass wir hier 246 Zuschauer, alter Schwede. Morgen kommt das so in den Nachrichten. Morgen kommt das in den Nachrichten, ja. Techno ist alter, gestorben. Markus Lanz und so, kein der Google News, ne? Genau. Headline, Clickbait. Björn Thorwellen leistet sich Fauxpas. Prozent aller Producer hören auf zu kommunizieren, weil Björn Thorwellen das sagte. Ableton-Aktie schmiert ab. 80%. Okay, jetzt geht's weiter mit Harte Wochen Instrumental. Von Hebbe B. Cool, auch wieder wichtiges Community-Mitglied. Yes. Dann BG.
Mein lieber Hebbe. Mein lieber Herr Gesangsverein. Mein lieber Hebbe-Sangsverein. gute Entwicklung. Also absolut. Ich weiß noch wirklich, also ich habe einige Tracks schon von dir gehört und die Entwicklung ist da. So. Ist nice. Hört sich schon gut an, auf jeden Fall. Da hat zu wenig Subbass. Also ja, da das schon. Fehlt so ein bisschen untenrum die Wucht. Das fehlt, die ja. Kick ist so ein bisschen holzig. Ja, hämmernd hast du eben. Hämmernd. Hämmert so rein. Ja. Es hämmert sehr und es groovt nicht. Es könnte ein bisschen weniger hämmern und dafür ein bisschen mehr grooven. So dieses Rollende fehlt mir da so ein bisschen. Was auch unterstützt wird, dieses Hämmernde durch diese sehr schneidenden, staccato-artigen Synth-Sounds. Da-da-da! Dang-dang! Da-da-da! Ja. Wie so, oh, Feigen! Aber, Pfaffi. Ihr habt es erkannt, das war unser Space 92 Template oder zumindest Teile daraus. Hab ich mir gedacht. Die Acid Line. Ja. Jetzt nicht mehr so Acid. Ja. Aber, ja, genau. Und in dem Template gab es ja auch noch eine Bassline, sogar eine aus drei Layern bestehende, damit die schön in der Mitte auch alles abdeckt und so. Mhm. Und die also hat zum Beispiel in dem Template dann für jede Menge Groove gesorgt. Untenrum hatten wir den Rumble. Mhm. Aber das hat dann nochmal den Groove gebracht. Und das fehlte der Nummer hier. Das heißt jetzt nicht, dass hier genau diese Bassline rein muss. Aber dieses Spektrum muss noch ausgefüllt werden mit auch was mal Pause macht. So, das bedeutet ja eigentlich Groove. Aber man kriegt ja auch mit einem Sub manchmal einen ganz guten Groove hin, mit so einem Sub. Ja, genau. Dass der einfach nur nochmal reinschiebt oder so in der Hälfte vom Takt, der Sub. Das reicht ja ganz oft schon. Und was in dem Template zum Beispiel auch der Fall war, da sind noch ganz viele andere Sustain-Synths drin, meine ich. Und darum ist der Acid so nasal und honky auch abgemischt. Aber das ist hier in dem Track ja gar nicht nötig. Der hätte Platz. Also man kann diesen Acid-Sound von seinem EQ-Korsett befreien quasi in hier dieser Session. Da ist es gar nicht nötig. Also es war gar kein Sounddesign-Eingriff, denn wenn diese Synthline so alleine steht, klingt sie nasal ja auch gar nicht so geil, also die 303. Die war so abgemischt in dem Template, weil es für das Template Sinn gemacht hat, genau. Da würde ich es nochmal reinschauen. Und was so ein bisschen hier und da kantelig war, war, dass zum Beispiel die Kick setzt aus, man kommt so ein bisschen in Break und dann kennt man ja ganz oft in so harten Tracks, dass es dann so vier Schläge gibt auf einer Crash oder einer Kick und dann geht's weiter. Also ein düsch, 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 düsch und dann geht's weiter. Aber hier ging's nach drei Schlägen wieder los oder sowas und so. Ich war sofort, hey, was ist jetzt los? Bin wieder aus dem Grid und musste nochmal zurückhören. Und hab's dann festgestellt nach drei Schlägen. Und das sind so, klar, aus dem Raster ist immer besser, aber so Taktraster lässt sich nicht diskutieren. Da geht das musikalische Gefühl, das können wir nicht abschalten. Mhm. Zwei Schläge oder vier, nicht drei. Das ist nicht... Nicht im Viervierteltakt nicht machen. Aber voll geil, hat richtig geballert ansonsten. Ja. Habt ihr noch was? Björn, sag du erstmal. Nee, ich wollte abbiegen jetzt. Abbiegen? Ja. Wohin? Abbiegen. Ja, das ist sehr interessant, die Diskussion im Chat gerade fand, wo Techno eigentlich jetzt ursprünglich herkommt. Ja, damals. Also. Aus allem eigentlich. Früher. Aus Jazz, aus... Funk, ganz viel. Ja, so stand da gerade. Ich fand das sehr, sehr witzig. Aus Jazz. Da schrieb auch einer so, kommt überall her, nur nicht aus Schlager. Schlager natürlich. Die waren vor Techno, muss man sagen. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich mag das. Also ich merke wirklich, wie ich das vermisst habe, hier den Chat zu lesen und diese Streams zu machen. Sehr... Ja, wir sollten öfter kontroverse Sachen einfach mal raushauen. Ja, und mal sagen. Ich finde, aber Hebbe hat nochmal darauf zurückzukommen, gerade geschrieben, dass er mit dem Track auch schon an zwei Labels gekommen ist, die den haben wollen. Cool. Also wahrscheinlich ist die Einsendung schon ein bisschen länger im Lospot wegen unserer Winterpause. Ja, er hatte mir die geschickt, er hat Punkte dafür eingelöst, er hatte mir die geschickt, kurz bevor wir in die Pause gegangen sind. Dann, okay, ja, aber mit dem Feedback wird er ja auch für die Zukunft was anfangen können, auch wenn das hier in die Nummer nicht mehr reinkommt, wahrscheinlich. Was meinst du? Das Feedback wird er ja trotzdem für die Zukunft gut anwenden können, auf wenn Fall, das für voll. Diese Nummer nicht mehr einzubringen ist. Ne? Ich habe gerade parallel gelesen, ja.
So ziemlich geil auch. 180 Likes, 241 Views. Wir verlosen auf jeden Fall. Bleibt also dran. Verlosen, ja. Aber das machen wir am Ende. Okay. Damit ihr schön dran bleibt. Jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich supporten könnt auf sign.de. Da gibt es momentan auch ein gutes Angebot. 10er Deals, 100 Produkte für 10 Euro, also nicht alle 100 für 10, sondern 100 Produkte für jeweils 10 Euro. Und wenn ihr 5 kauft, zahlt ihr nur 4 mit dem Code 10er. Läuft noch bis Sonntag die Aktion, also könnt ihr mal vorbeischauen, Masterclasses, Soundpacks, alles für eure Produktion, um besser zu werden, um gute Sounds für Produktion zu haben, coole Presets und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt dabei auf jeden Fall in den nächsten Track rein. Trick. Von Linkowitz, Inception. Ich hoffe, er hat nicht Hans Zimmer Inception MIDI-File durch einen Serum gejagt. Schlimmer wäre noch Interstellar. Weil da ist dieser, ich glaube, von diesem Interstellar-Theme, von diesem einen, von dem Soundtrack, da gibt es so. Aber dann wird der Track ja Interstellar heißen. Ja, ich weiß. Aber ich wollte nur sagen, das ist noch schlimmer. Ja. Weil das ist dieser klassische Ding, was so in 86.000 Tracks verwertet wurde. Aber okay. Inception kann auch sein, ja. Habe ich gerade den Soundtrack nicht im Kopf. Ja. Ist auch sehr, sehr bekannt. Ja, bestimmt. Ja, wenn ich werde es sofort raus. Also, ich hoffe, das ist es nicht. Wir gehen rein. Wenn das jetzt doch ist. Linkowitz. Inception. Biggie.
Ja. Hier kann ich jetzt leider kein gutes Feedback zu geben, deswegen gebe ich direkt an Torge weiter. Oh, das ist aber... Ich muss mal eben hier umschauen. Nein, ich sag was mir nicht gefallen hat. Und ich glaube, man hört, dass es von jemandem gemacht ist, wo noch nicht lange produziert. Und es klingt für mich wie ein Sample-Gemisch. Cool. So, wir ziehen einfach mal rein. Oh, guck mal, der ist auch geil. Und dann wurde das so irgendwie in Scheiben geschnitten, durcheinander gemacht. Es war... Ja, es ist so ein bisschen wie so eine Collage. Also alles, was man geil findet, einfach mal schnell genau. reinhauen. Ja. Es hatte irgendwas von einem Zoo-Besuch für mich. Ich weiß nicht warum, ich habe so Tierlaute. Immer so da auch rein, so ein und dann so dong, dong, dong. So eine Kuhglocke, aber so wirklich. Ja. Ja, da einfach den Tipp auch geben, also hör dir selber besser zu. Nimm den Track mal und hör dir den in der Playlist an mit Tracks, die du selber geil findest. Nimmst du den Track dreimal rein und 3-4 Tracks, die du richtig geil findest, und dann hörst du diese mal so in der Playlist durch und dann versuch mal rauszufinden, was bei den Tracks, die du geil findest, anders ist wie in deinem Track. Ganz genau hinhören. Ja. Ja, und aussortieren wieder, ne? Weil da einfach so viel reingeworfen wurde. Und Torge war sauer hier, der ist gerade, der war wütend. Am Tisch gehauen. Ja, ich war wütend, weil es gab keine Bassline. Also, hä? Richtig, warum nicht? Ich hab gekocht vor Wut. Ich aus den Ohren gedampft. Ja. Nee, aber es gibt keine Bassline. Das hat mich echt geärgert, weil das würde schon so viel reißen. Also ein paar Sachen rausnehmen und dann einfach eine Bassline, die schön groovt. Das würde schon so viel machen einfach. Weil ich glaube, es gibt, also ich habe schon einige Tracks gehört, auch so, die auch in diese Richtung gehen, so ein bisschen wirsch und so Sounds drinne und viel. Es hat auch so ein bisschen so von Micro House, nur dass Micro House dabei natürlich deutlich minimalistischer ist. Aber so dieses einfach so weirde Sounds mal hier und da mit reinsprenkeln, das kann funktionieren auf eine geile Art und Weise. Aber hier war das einfach so ein bisschen too much. Weil das waren auch nicht so kleine Sounds, sondern es waren dann direkt so krasse Dinger irgendwie. Ich weiß nicht, es war einfach ein bisschen... Eigentlich wollte ich so einen Wut-Mode. So einen Wut-Modus. Aber es sieht voll gemütlich aus irgendwie. Voll entspannt einfach. Ist auch schön, ne? Ja, ist auch nicht schlecht. So ist richtig cozy. Wie heißt die Szene? Honolulu. Honolulu. Warte, ja. Sieht nach Gummibärchen aus bei euch. Ja, also auf jeden Fall... dieser Ansatz, ich weiß ja gar nicht, ob du den so verfolgen wolltest, den ich jetzt so von so geilem Microhouse kenne. Dafür ist es dann zu viel einfach. Zu viel so hier und da und zack. So, jetzt kann man hier, jetzt geht's los. Jetzt kann man Hard Techno machen. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es so per se einfach jetzt komplett schlecht ist, der Track, ist einfach nur voll. Und es gab keine Bassline, weil man hatte einfach dadurch dann keinen Groove, so, weil die Bassline hätte, so eine schöne groovige Bassline hätte schon richtig viel rausgerissen jetzt hier, glaube ich. Fuffi, was, und es gab auch überhaupt keinen thematischen Inhalt. Also das heißt jetzt nicht, dass ich immer unbedingt ein Thema brauche, sondern wenn wir jetzt mal schauen, der erste Track, den wir hatten, wo dann die Drone reinkam, die hat zwar auch kein Thema gehabt, aber einen Wiedererkennungswert, nämlich diese Drone. Also man will den Track wiederhören, weil man diese Drone wiederhören möchte. Mhm. Aber hier war es halt, mir kam es vor wie ein Demo-Track für ein Sample-Pack, wo wahnsinnig viele Crashes und White Noises drin sind. Genau, einfach versucht, alles Mögliche darzustellen, was man so in der Library hat. Genau, so macht man ja auch einen Demo-Track. Man will ja zeigen, schaut her, ganz viele Hi-Hats haben wir hier, ganz viele Crashes auf Tune und so. Ja. Ne? Und das wurde hier alles wunderbar präsentiert, aber interessiert auf dem Dancefloor am Ende ja keinen, dass du viele Hi-Hats hast und viele Crashes. Am liebsten will man Producer-Flex. Die Crashes. Das ist wie am Ende von einem Theaterstück, wo so alle Schauspieler auf die Bühne kommen, zu sagen. Ja, genau. Wir waren das alle. Ich habe einfach mal alle Hi-Hats in einem Track genutzt. Ja, das fand ich echt schwierig. Und das hat auch dazu geführt, dass der Track irgendwann nur noch lärmend war, war. Bei 880 musste ich weinen. Ja. Oh, sorry. Und es wurde auch gar nicht EQ'd, habe ich das Gefühl. Die waren alle super sharp. Und hatten auch noch zu viel untenrum.
Also da würde ich überall mal EQen und gut die Hälfte an Crashes und Hi-Hats rausschmeißen, auch arrangement-technisch bei den Crashes. Das war so, die wurden einem immer so bam, bam, bam um die Ohren gehauen. Ich wollte irgendwann nicht mehr die um die Ohren gehauen bekommen. Vielleicht einmal oder so. Und dann kann man auch einmal mit diesen White Noises richtig ausrasten, aber diesen Joke würde ich nicht alle 2 Sekunden bringen, denn dann ist es nämlich kein Witz mehr, sondern irgendwie lame, ne? Und ja. Manche Sachen, also dass man jetzt eine Cowbell benutzt oder so, da kann man sich ja drüber streiten. Ich finde die manchmal ganz cool, je nachdem, wie sie angebracht ist. Aber die kamen wirklich random rein. Wie sie angebracht ist, immer vorne am Hals. aber hier war es wirklich sau random und das war wirklich so, oh Mann, jetzt fällt dir wirklich gar nichts mehr ein, dass jetzt die Cowbell. Ja, random ist ein gutes Wort. Es war alles so ein bisschen random. Ja, nicht nur ein bisschen. Und am Ende habe ich mir aufgeschrieben, diese vielen Teaser machen mich fertig, weil es wurde ganz viel geteased, hier mal ein cooler Chord, hier ja, mal es das, kam auch der Pump-Up von Jam, der kam kurz rein. Ja, genau. Aber nichts hat sich entfaltet. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Ja. Und dazu könnte man vielleicht sagen, also damit man nicht auch so wirkt wie so ein aufgeregter DJ, der alle 10 Sekunden den Track wechselt, einfach mal mit geschlossenen Augen seinen Track hören. Und sich auch so versuchen zu distanzieren, wie Björn sagt, mal vorher oder nachher andere Sachen hören. Oder wenn ihr auflegt zu Hause, schiebt euch das in Recordbox, euren Track, und versucht den mal zusammen mit anderen zu spielen. Dann merkt man ganz schnell, Alter, bei mir kommt man ja gar nicht in den Vibe, wenn ich alle 4 Takte ein neues Thema anteaser, aber das gar nicht ausstaffiere oder so. Mhm. Ja, aber ich kann deine gut verstehen, Torge. Mich hat am Ende aufgeregt, dass ganz viel angedeutet wurde, aber nichts wurde zu Ende erzählt. Ja. Ist echt schade. Ja, ich habe einen Tipp, wie heißt er nochmal eigentlich? Linkovic, glaube ich, ne? Linkovic. Ich habe einen Tipp an Linkovic, und zwar, falls das richtig deute und du so ein bisschen diese Randomness auch schon auch angezielt hast, aber einfach ein bisschen übertrieben hast jetzt, hör dir mal Tracks von den Labels Low Hanging Fruit oder Little Helpers an. Das sind so Microhouse-Labels, die sind natürlich ein bisschen was sanfter und nicht, also dein Track ist schon ein bisschen härter irgendwie, aber trotzdem, da sind ganz viele Tracks, die so diese Randomness auf eine sehr gute Art und Weise einsetzen, wo man nicht denkt, entspann dich, sondern da denkt man, okay, cool. Also einfach so ein bisschen mehr so Ear-Candy-mäßig das benutzen und schon auch als Thema dann. Also da gibt es auch oft in den Tracks nicht wirklich ein Thema, sondern es ist eher toolig und eher dann so diese Randomness gezielt auch ausgereizt, aber auf eine gute Art und Weise. Hör dir das mal an. Vielleicht kannst du da ein bisschen Inspiration rausangeln für deine nächste Produktion. Gut, ja, ich sehe gerade, Knalltüte hat eine Frage gestellt. Knalltüte? Ja, wenn man das so nennt, dann muss man natürlich auch, wenn man dann so ist angefangen geiler, hat. Knalltüte. Ist ein richtig geiler Name. Genau, also unser Mod hat es schon gesagt, wir losen immer zwischen 16 und 17 Uhr aus, 10 Tracks, die kommen dann rein, sonst würden wir hier jeden Dienstag 50, 60 Tracks bewerten. Das wird ein bisschen lange dauern. Und ja, für alle, die neu dabei sind, ihr könnt Tracks einschicken. Jeden Dienstag, 18 Uhr, geht der Stream los. Wir haben unterschiedliche Gäste. Geht ihr auf sein.de, registriert euch. Im Dashboard nach unten scrollen, da findet ihr dann das Track-Feedback. Dort euren Track eingeben. Jeder kann einen pro Woche einschicken und dann mit etwas Glück seid ihr dabei. Genau. Und ihr könnt Punkte sammeln, indem ihr einfach teilnehmt im Chat. Und ab wie vielen Punkten kann man dann einlösen? So, ich muss kurz lachen, wieder wegen Knalltüte, DJ Knalltüte. 1200 Punkte braucht man für ein garantiertes Feedback. Ja. Ganz genau. Und wir haben noch andere Streams, zum Beispiel am Donnerstag, übermorgen, sind Torge und ich hier am Start und produzieren die erste Producing Session im Studio. Wir werden euch zeigen, wie man mit Ableton Live Tools richtig stabilen Techno produziert. Könnt ihr super viel lernen, ist dazu auch noch kostenlos. Könnt euch einfach reinschalten. Wir haben ein bisschen Nerd Talk, wir gucken ein paar Studio-Vlog-Folgen an, werden so richtig schön Hangout hier starten. Freuen wir uns drauf am Donnerstag, 18 Uhr. Und noch ein Tipp, wenn ihr Bock habt, Teil dieser Community zu sein, checkt auf jeden Fall unseren Discord-Server aus. Der wird jetzt mal hier von unseren lieben Mods kurz reingepostet, 370 Mal mit Einladungslink. Geht ihr auf den Discord... Bitte genau nachzählen. Geht ihr einfach auf Discord, da gibt es unglaublich viele Gleichgesinnte, die Bock haben auf Musik produzieren. Anfänger, Fortgeschrittene, Ultra-Profis, Nerds. Checkt es einfach aus. Und da könnt ihr euch dann schön austauschen. Danke, Meister. Danke, Meister. Ja. Genau. Also, yeah. Yes. Yes. Geil. Jo. So. Ja.
Und wenn ihr euch fragt, wo wir hier sind, wie aus meiner Küche so ein geiles Studio geworden ist, checkt's einfach auf YouTube, gibt's einen geilen Vlog. Ich glaube mittlerweile 13 oder 14 Folgen. Da seht ihr, wie das ganze Ding hier entstanden ist. Und da kommen jetzt auch noch jede Folge. Immer samstags um 9 Uhr freuen wir uns. Ja, genau. Vor allem könnt ihr da sehen, wie Björn und ich möglichst wenig machen. Ja. Also wir eigentlich nur zugucken. Ja. Hauptsächlich. Ja, das triggert auch das Fantastische. Ich freue mich auf Donnerstag auf den Hangout, die Folge zu gucken. Ja. Okay, alles klar. Nächster Track, würde ich sagen. Nächster Track von Liquids. Liquids. Von Shitnik. Liquid. Was? Shitnik. Von Shitnik. So würde ich das jetzt aussprechen. Von Shitnik Liquids. Nein. Also Liquid. Ich denke da immer, der ist dran. Von Shitnik Liquid Nights. Ambient Techno. Der Chat kann ja mal versuchen, einen Zungenbrecher daraus zu basteln. Ja. In der Zwischenzeit. Shitnik Chat GPT macht dran. Liquid. So ein Trap Vocal. Thank you.
Da sind wir wieder. Ja, Torge und ich haben uns gestritten jetzt. Wir sind im Streit miteinander, weil wir eine komplett diametrale Meinung zu diesem Track haben. Diametral, ja. Ich bin auch, fühle mich auch persönlich angegriffen. Ja, ich mich auch. Ja. Nur sitze ich am längeren Hebel. Ja. Mist. Also, Torge findet den Track gut, ich finde den Track nicht gut. Vielleicht fängst du an und sagst, warum du den Track gut findest. Die gute Nachricht zuerst. Die gute Nachricht zuerst. Ja, also ich finde... Oder warte, lass uns doch Pfaffi jetzt mal den Vortrag. Ja, Pfaffi. Oh, ich bin jetzt auch neugierig, warum ihr euch streitet. Ja. Okay, ja gut, dann mache ich zuerst. Also ich sag einfach... kurz ein bisschen höher hinsetzen. Nee, ich sag einfach, ich finde einfach unter dem Aspekt, dass es jetzt kein Clubtrack ist, und der einfach nur so ein, ich setze mich irgendwo hin oder so, höre mir auf Kopfhörern an und dann schwebe ich da hin. So unter dem Aspekt finde ich den Vibe auf jeden Fall getroffen und finde jetzt nicht, dass da, das also kann man so stehen lassen. Muss man, also da muss ich jetzt nicht, habe ich jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das hättest du unbedingt anders machen müssen, weil... Das ist einfach so ein Ding. So. Der ist einfach da, den hört man sich im Hintergrund an und kann sich dazu dann irgendwo hindenken oder so. Was ich schon mal vorweg sagen kann, wo ich dir zustimme, ist bei den Drums. Nee, Moment, ich habe ja noch nichts gesagt. Ich weiß es ja. Kannst du mir ja nicht zustimmen. Die Community weiß es ja nicht. Ich sag's nur schon mal. Die Drums, da habe ich auch so, also... Ja, muss nicht. Hätte man auch weglassen können, hätte man einfach so komplett Ambient gehabt, ohne Instrument, ohne Percussions. Aber ja, also ich kann da irgendwie nicht so richtig meckern. So Frequenzbild, ja, ist halt so eine Glocke irgendwie. Es hätte alles ein bisschen schöner aufgearbeitet sein können, aber so vom Vibe her, Ambient. Ja, also ich muss dir auf mehreren Ebenen widersprechen, Torg. Ja? Ja. Erstmal finde ich es total, nur weil man Ambient-Musik macht, heißt es ja nicht, dass man dann alle anderen Aspekte des Musikmachens einfach vernachlässigen kann. Weißt du, klar, das ist so ja. Mucke, die man so nebenbei hört, aber trotzdem kann ja auch Mucke, die man nebenbei hört, geil sein. So, und das war halt nicht geil. Und nur weil Ambient dran steht, heißt es ja nicht, dass dann so, dass es dann nicht auch auf einer gewissen Art funktionieren muss. Und ich hatte die ganze Zeit zwei Töne im Ohr. Ging das die ganze Zeit. Ja. Es waren diese zwei Töne, die ich beide, den einen fand ich einfach unangenehm dröhnig und den anderen fand ich unangenehm nasal und quäkig. Und das war durchgehend dieses Abwechseln aus. Das war schon dröhnig. Das hat mich gestört. Dann, fehlt mir bei guter Ambient-Musik, brauchst du Tiefe, da musst du reingehen können in den Sound. Da sind Details drin, weil das ist ja im Prinzip einfach, ich drücke die Hold-Taste am Polybrute, stell da so ein LFO ein und mache eine Scale. Und dann drehe ich die Hold-Taste an einem anderen und dann läuft das. Das ist ja kein. Jetzt möchte ich bitte meine Ausführung hier zu Ende. Mach zu Ende. Bitte nicht mir ins Wort fallen. Bitte, lass mich mal jetzt hier wie bei Lanz. Ja? So. Ne? Mhm. Weil dann verliere ich immer den Faden, so wie jetzt. Ja. Ja. Und es war wirklich so ein Band irgendwie. Es fehlte der Schub untenrum, wo mal ein geiler Bass kam und es hat sich auch nichts aus diesem mal herausgeschält. Dass da mal so ein klarer Kristallsound rauskam, so ein bisschen Glitzer, ein bisschen Schimmer. Und also das brauche ich in Ambient. Und ich finde es total schade, wenn man Ambient als so eine Musik hinstellt, wo klingt halt scheiße, aber kann man sich ja schön nebenbei anhören. Ah, also da, ne, weißt du, so, es gibt da, okay. Also man kann da wirklich viel, viel rausholen und auf sowas zu machen ist wirklich nicht schwer, also wirklich, das ist ja wirklich nur eine Taste am Synth drücken und dann ein Beat runterlegen und von dem Aspekt her hat es mir einfach nicht gefallen, weil es für mich keine Tiefe hatte, es war tonal nicht geil,
es war nicht gut abgemischt, es war einfach, es war für mich sogar lästig. Also ich fand es schmerzhaft. Das ist meine ganz ehrliche, offene Meinung. Ja. Ich habe auch mir jetzt, ich muss dir doch mehr zustimmen, wie ich dachte. Auf weil einmal. Mir ist aufgefallen, ich habe das falsch betrachtet. Mhm. Wenn ich den Sound jetzt in einer Sample Library gehört hätte, dann hätte ich gedacht, das ist ja ein geiler Pad-Sound. Den muss man nur noch EQ'en. Ich hatte einen Denkfehler. Das ist ein Denkfehler. Ja, ich hatte einen Denkfehler. Mhm. Ich war einfach jetzt zu gutmütig, weil mir einfach so rein klangästhetisch der Pad-Sound gefallen hat. Aber das ist nämlich das Ding. Das ganze Ding war eigentlich nur ein Pad-Sound mit einem dünnen Beat. Mhm. Und da hätte ich einfach gedacht, wenn ich diesen Pad-Sound, den fand ich einfach schön, und wenn ich den in der Library gehört hätte, hätte ich gedacht, geil, den kaufe ich. Mhm. Das gefällt mir. Dann kann ich da einen Lied draus machen. Ja, Lied. Ein Stück draus machen. Ja. Und aber dann, da fehlt natürlich der Rest, ja. Ich habe mich einfach vertan. Also, ich höre gerne Ambient und es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Ambient, Ambient Techno, sowas wie Rival Consoles oder weiß ich. Es gibt ja, wenn man Ambient sagt, versteht auch, glaube ich, jeder was anderes unter Ambient. Ich kann mich noch an Ambient erinnern, wo ich damals auf irgendwelchen Gore-Partys war. In irgendwelchen Chill-Outs und da lief dann auch die ganze Zeit Ambient von irgendwelchen Live-Acts mit so langen Haaren und dicken Tüten, die da an irgendwelchen Geräten standen und das ist, also es gibt Ambient, ist ein Riesenfeld und da versteht auch jeder was anderes drunter, aber Ambient ist ja Atmosphäre und lebt vor allem davon irgendwie, nicht von diesem Club, von dem Treiben und dem Groove, sondern dieses Eintauchen in diese Welt. Und da konnte ich nicht eintauchen, weil es für mich eigentlich nur zwei Resonanzen waren, die sich durchgehend abgewechselt haben, ohne jeglichen Vorbeifliegen an Wolken und dieses Cloudy und so. Das fehlte mir komplett, dieses Brillante und so weiter und so fort. Martin Stürzer zum Beispiel, großartiger Mann, macht geile Sachen. Ja. Pfaffi. Ich bin gespannt, was unsere gute Fafi, sie heißt ja eigentlich Fafi. Ja, wir haben immer fälschlicherweise gedacht, dass sie Fafi ist. Aber es ist das Fafi. Ist aber auch nicht so wild jetzt. Ja, okay. Das wollen wir nicht also zum Thema machen. Ja, Entschuldigung. Wie ihr wollt. So. Also ich glaube, der größte Kritikpunkt so aus dem Chat war, dass so eine richtig geile, schiebende Sub-Geschichte noch fehlt. Und ich habe dann an der Stelle, wann waren das, 4 Minuten 54 oder so, genau da kommt so eine geile Stelle, wo einfach richtig weit unten sitzender Subbass kurz mal so reindrückt. Und das ist so gut gewesen. Und dann habe ich mal die Ohren gespitzt und ganz weit hinten ist ständig sowas. Also ich glaube, da ist noch viel detailreicherer Low-End zu hören, aber eben auch wieder verdeckt wahrscheinlich von diesen ganzen Sustain-Pads. Ja, man kann nicht so sowas, laut machen, ne? Um das zu hören, weil die tiefen Mitten so. Genau, die Pads sind auch mega, mega laut. Mhm. Das so viel zum Thema Subbass. Also das war für mich auch das, was den Track auf jeden Fall noch weiter angehoben hätte von der Quali. Also ich fand die Pads auch voll schön, aber als Björn dann erklärt hat, wie er das wahrgenommen hat, habe ich auch gedacht, ja, stimmt, true. Es sind eigentlich nur zwei stehende Noten, die schön sind, aber dennoch irgendwie mehr Verzierung bräuchten. Das ist wirklich krasser Ambient. Also ich meine, das ist auch immer so, wie es Mindfuck-Filme gibt es auch im musikalischen Bereich und vor allem dann meistens im Ambient-Genre diese Tracks, die einen völlig fertig machen. Ja, und gerade im Ambient ist doch alles erlaubt. Weil du nicht in dieses Korsett des Beats gefangen bist. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst da so ausrasten irgendwie. Und ja. Ja, es wäre noch mehr was gegangen, der Chat gemeint auf jeden Fall. So eine Wartelisten-Sound oder so. Oder wie das, was vor YouTube-Premieren immer kommt. Ne? So, das ist ein Banger. So Fahrstuhlmucke ein bisschen leider. Ja. Also es muss noch ein bisschen besonderer sein, damit es aus dem Fahrstuhl... Ja. Heraustritt, aber ich habe auch direkt einfach so an so eine Fahrstuhl- oder Warteszene gedacht und dachte dann, ja, da läuft der halt im Hintergrund.
Ja, genau. Aber klar, da fehlt ja noch mehr, damit es halt dann geil ist. Ja. Ja, und genau das ist dieses Vorurteil. So bei Ambient, jo, das läuft im Hintergrund, das läuft nur ganz leise, das muss nicht mehr können. Und das ist das, was ich eben nicht so sehe. Ich finde. Ja, ich sehe das auch nicht so. Also, ich finde, Ambient ist halt nicht eine Entschuldigung dafür, dass man irgendwie einen Recon-Track gemacht hat, den man dann leise macht und der dann im Hintergrund keinen stört. Ja, ja, nee, nee, so finde ich das auch nicht. Ja. Aber es ist so ein. Doch. Nee, ich muss wirklich sagen, es hat mir so klangästhetisch schon gefallen. Dann ist also, auch okay. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Ja, also aber es ist eher so ein, wie schon gesagt, es war so ein geiles Pad einfach, das mir gefallen hat. Aber der Rest hätte weg sein können und hätte ich das als Sample gerippt. Ja, ich fand auch die Bassline cool, also das Sounddesign war toll, aber so das Mischen hat auch, glaube ich, das gemacht, dass der nicht so authentisch gewirkt hat, der Track, weil das war, ja. Die Drums waren so tight abgemischt, als wären wir jetzt hier irgendwie in so einem Micro-Minimal und die Pads waren dann aber so übelst breit und unecute und sowas, das hat, war das irgendwie noch nicht so zusammen, vielleicht, also ich glaube nicht, dass der Track was für Ablage P ist, sondern ich würde da schon noch dran weitermachen und auch so Ambient Techno ist auch. Also ich habe auch Projekte, die genau so heißen, Ambient Techno. Ich kann es nicht weiter spezifizieren, was ich da tue, aber es ist irgendwie atmosphärisch und irgendwie auch Techno. Und das kann man dem Track ja hier nicht absprechen. Atmosphäre hatte der, ob die jetzt so vielschichtig war, wie so eine Atmosphäre von Robert Gork oder so, ist ja, kann man ja noch diskutieren, aber ich glaube, da kann man noch hin mit diesem Track. Was ist passiert bei euch? Das ist komischer. Du hast so geguckt, dachte, ja, was denn? Nein, ich habe die ganze Zeit so einen Gedanken irgendwie im Kopf, den ich festhalte und das hat man mir, glaube ich, angesehen. Ja. Ja. Robert Koch, gutes Beispiel. Das ist natürlich King Shit. Ja, ja, und da gibt's viel. Und wo ich mal Bock drauf hätte, ist auf eine Ambient-Session hier im so als Konzert, nicht als Producing-Stream und auch nicht als Konzert, sondern einfach mal Ambient laufen lassen, 2 Stunden, wir schrauben an Zünds und mal gucken, was bei rumkommt, ohne viel Talking. Was wir sowieso hier machen wollen im Studio. Wir haben viele geile Projekte geplant hier im Studio, wo es halt um Musik produzieren, aber auch um Musik hören geht, Studiokonzerte und so weiter. Aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Yes. Okay, Fafi, du warst fertig mit Feedback. Wollen wir in den nächsten Track gehen? Gerne. Link kommt. Und los geht's. Polygon. Low End Doa Mystre 440.1:16. Ist ein cooler Name, Low End. Oh, was mache ich denn hier? Ich bin völlig falsch hier. Warte mal. Drück hier einfach auf den Link, wie so ein Bekloppter.
Jo. Also ihr glaubt gar nicht, wie sehr wir uns über die Akustik in diesem Studio hier gerade freuen. Wie geil das einfach klingt, wie geil die Gusowskis sind. Und wir haben noch keine Tür und noch keine Diffusoren drin. Das heißt die Akustik wird nochmal einen Schnuff besser. Schnuff. Und dann sind wir auch wieder bei dem Wort Schnuff, was ganz gut passt zu meinem Feedback. Denn vieles hier hätte nur ein Schnuff anders gemusst. Zum Beispiel war die Kick ein Schnuff zu lang. Ich fand, manche Sounds waren Schnuff zu leise. Aber insgesamt war das eine sehr, sehr geile Nummer. Und was ich total gefeiert habe, war die Kreativität. Ja. Die war so kreativ. Da war so viel drin. Und das war auch gleichzeitig dann vielleicht wieder das Problem, weil am Ende war mir ein bisschen zu viel drin. Die Geige, die Bassline, das noch, das noch, das noch. Das wirkte auf mich, zwar insgesamt passen die Elemente alle gut zusammen, aber es war mir zu viel. Das ist wie wenn du in so einem Raum stehst, und da kommt jemand rein und noch jemand, alles sind gute Kumpels, aber irgendwann ist es einfach zu eng. Alle kommen so auf dann dich zu und wollen so die Hand schütteln. Sitzt du so mit 10 Mann plötzlich im Fiesta. Naja, so, ein weißt du? Auto. Ja, so das. So. Und gerade zum Ende fand ich, hat man das gehört. Ich fand auch, dass manche Sachen, dass man da zu schnell das Feuer verschossen hat, sagt man, glaube ich, so. Mhm. Da hätte man sich noch Zeit mitlassen können. Zum Beispiel diese Bassline, die kam geil, dann wurde die aber schon so weit aufgemacht einmal. Wow, geiler Effekt. Hätte ich aber erst viel später gemacht. Ja. Weil, dass die Bassline alleine da war, war schon so, wow, geil. Sie dann nochmal aufzureißen, wäre geiler gewesen. Die Geigen im Break fand ich cool. Sie wirkten auf mich aber ein bisschen zu gypsy, zu wehleidig. Die waren theatralisch. Theatralisch, so. Das hat nicht ganz so den Vibe getroffen, fand ich. War ein Schnuh zu heftig. Ein Schnuff? Ein Schnuff. Schnuff. Ja. Und, aber dann der Drop, der war wieder Killer. Hammern auf sehr hohen Niveau. Ja. War eine geile Nummer. Am Ende hat sich's ein bisschen zu überrollt alles. Da war ein bisschen zu viel drin. Ich weiß auch nicht, ob der Track 7 Minuten 58 sein muss. Bisschen lang. Am Ende hat sich einfach ein bisschen gezogen. Ja. Ja, und dann wurden die Sounds auch langweilig. Da habe ich so das Gefühl gehabt, die Sounds, die am Anfang da waren, wurden halt immer mehr Sounds, aber in der Variation war dann die eine Bassline da. Ich glaube, man hätte alle Elemente. Trotzdem kann man die in dem Track haben, aber zwischendurch mal was rausnehmen, was anderes reinkommen. Ich glaube, da könnte man noch einen anderen Zusammenspiel. Melange. 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 Ja. Und damit gebe ich weiter an Fafi. Ja, geile 303. Hier war so wirklich echt. Hier wurde so viel an den Parameter gespielt, dass man das gemerkt ich sagen. Haben. Ja. Das war eine sehr schöne 303, nämlich nicht, voll, ne? Nicht so rausgedingst. Ja, auch schön so mit den Sachen, die halt da in dem Sequencer auch zur Verfügung stehen, gearbeitet, also Exen drinne, schön rumgequietscht, ist schön gerutscht von der einen Note zur anderen mit den schönen Slides und so, also so muss das klingen, genau so ist das geil. Fand die Bassline, die dann reinkam, noch ein bisschen zu laut, ein bisschen zu krass, ein Schnuff zu krass. Da habe ich mir aufgeschrieben Envelope und Sidechain, also ich würde versuchen, die Envelope knackiger zu machen, mit Sidechain Platz für die Kick zu schaffen und die Streicher fand ich nicht, die waren irgendwie so komisch MIDI-Preset-mäßig, die waren schon High-Quality, aber fast schon zu krass irgendwie, also die waren, im Vergleich zum anderen war die Soundscape von den Streichern sehr trocken und kalt und so und man war nicht so meins von der Quality, die waren aber auch nicht in Tune. Dazu lief ja im Hintergrund noch so eine Atmo, die so noch ganz leicht Tonales wiedergegeben hat. Und dazu hat das nicht so gepasst, leider. Und diese Atmo im Hintergrund, die auch wirklich nur so mehr so Winds waren, damit der Track nicht zu leer war, die war auch zu laut. Die würde ich wirklich leiser machen, sodass man das Gefühl hat, die Streicher stehen in diesem Moment ganz alleine. Das war auch, glaube ich, die Intention, dass der Track ganz leer wird und nur die Streicher da sind. Und dann wirklich eine ganz leise Atmo, nur eben damit es nicht zu still plötzlich ist. Aber die muss man spüren, diese Atmo, die darf man nicht so laut hören quasi. Und ich fand ein bisschen die Chords, die Streicher oder die Zweiklänge waren es auch, glaube ich, nur, waren ein bisschen lame. Also das war so eine sehr vorhersehbare Tonleiter, die da hochgespielt wurde.
Und hätte man jetzt Duo zu Hause, das einem die Streicher einspielt, hätten die was Krankeres gespielt. Ganz sicher hätten die mit den Intervallen geswitcht in dem Zweiklang. Und dann wäre das auch 1000-mal vielschichtiger gewesen. Wenn das, ich kann es aber auch verstehen, also ich habe jetzt diese Stelle so verstanden, dass dieses Simple, weil ich habe die Nummer auch als sehr kreativ empfunden und experimentell, aber dieser simple Move von den Streichern einfach nur hochzugehen, war halt auch ein cooler Kontrast zu diesem krassen, zwirbeligen 303. Kann natürlich sein, dass das gewollt ist, aber ich würde es nochmal mit interessanteren Chords versuchen. Ansonsten waren da ziemlich coole Details drin und auch dieser 80s-Pad-Sound fand ich geil. Da würde ich ein bisschen an den Attack schrauben, der kam so warm rein. Der hatte eine harte Transiente, obwohl der dann sehr weich auslief. Das würde ich nochmal ein bisschen absoften. Aber sehr, sehr cool. Auch der Drop hat mir gut gefallen, dann als 303 wieder reinkam. Und dann übergebe ich an Torge, damit er auch noch was zu sagen kann. Ich musste, ganz kurz. Danke dir, ich musste nur lachen, weil... Ja, aber es wird sich aber Melange gerade, sagt man zum Milchkaffee. Melange ist eine Mischung, ein Mix. Ja, Mischung halt. Ja, also ist es nicht auch Dreier? Was? Nee, Menage. Menage, ja, das war französisch. Andere Sache, Melange ist auch französisch wahrscheinlich. Dreier? Ja. Also, dann bin ich jetzt ganz woanders. Ist egal, wir machen jetzt hier weiter. So. Ich sage nur, ich schließe mich Fafi an. Es ist, du hast wahrscheinlich recht mit den Streichern. Ich finde, Streicher klingen halt schon immer krass, wenn sie gut klingen. Aber man hat wirklich irgendwie gehört, es war jetzt nicht so dazu eingespielt und irgendwie durchdacht konzipiert oder sowas, sondern es war wahrscheinlich wirklich irgendwie Contact Player oder so. Also soundtechnisch hat es gut geklungen, aber ja, fand es einfach nicht so passend bei dem Ding. So. Ansonsten geile Nummer, also kann ich ansonsten nicht meckern. Alles, wie Björn sagt, ein Schnuff. Besser hätte es gemusst, Kick ein bisschen kürzer zwischendurch, Bassline ein bisschen leiser vielleicht, aber ansonsten fand ich schon ziemlich cool, hat Spaß gemacht. Vor allem hat Kick und Bass hier von allen Tracks, die wir gehört haben, am besten funktioniert. Die hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Ja. Wirklich. Ja. Ihr müsst auch wissen, ne, dass wir jetzt natürlich hier in diesem Studio das noch nicht so eingehört haben. Also wir haben jetzt hier schon viel Musik drauf gehört und waren auch echt geflasht, wenn man auch mal nicht Techno oder elektronische Musik hört, so Sachen wie Radiohead hier drauf gehört und so, wie abgefahren das klingt. Aber das braucht natürlich eine Zeit, bis wir hier wirklich... Ist schon nochmal was anderes. Wie du gesagt hast eben, ist eigentlich voll gut, dass wir so Track-Feedbacks jetzt hier machen, weil dann lernt man das nochmal richtig. Und ich finde es auch sowieso, ich finde es richtig krass, wie gut ich hier drin das beurteilen kann. Mhm. So, den Klang von den Tracks. Ja, also weil auf Kopfhörern manchmal in der Streaming-Booth war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig gehört habe. So. Ja, aber ja. Hier kann man es wirklich einzeln beurteilen. Schon ziemlich genau, ne? Ja. Ja. So, wir kommen zum letzten Track, aber vorher. Willst du den Bot kurz holen? Soll ich ihn dir losbringen? Hol mal den Bot. Wollen wir ja was verlosen? Ich bin die Losbude mit dir. Wir verlosen was an unsere 228 aktuell treuen Zuschauer. Echt geil. Geil, dass der Stream heute Björn, so gut angenommen wurde. Aufgemacht? Was habe ich denn Schuh aufgemacht? Heimlich, ja, nee. Weil der ist so komplett auf. Der ist nicht so ein Band drauf. Ist da drauf getreten. Hä, wie ist das möglich? Naja. Du hast neue Schuhe, ne? Ich habe neue Schuhe, ja. Ja, das sind auch so Schuhe. Ich war jetzt neulich mal nach Schuhe gucken und mir persönlich ist aufgefallen, dass an den Schuhen heutzutage viel zu viel dran ist. Den kannst du ja noch untervermieten. So Schloss, so kannst du ja unten noch was mit, ist ja noch ein Gepäckfach mit dran. Das ist quasi, das ist einfach die Weiterentwicklung von deinem Naja, aber da ist ja, Schuh. Es gibt ja mittlerweile nee, ist Schuhe. Es nicht, ist es auch nicht. Alter Schwede. Das sind ja. Es gibt so krasse, die haben so Laschen und es gibt ja auch so Hosen mit so ganz vielen Sachen. Das gibt es auch bei Schuhen. Ja, die kommen aber direkt, bei denen finde also ich. Also Hosen mit Laschen kommen also bei mir in jetzt, einer Reihe mit Hemden mit Flammen drauf. Da muss ich jetzt sagen, dass ich die eigentlich schon ganz schön finde. Ja, die sind coolen Schuhe, da ist auch nicht ganz so viel dran. Ja. Aber ist. Ist eine gute. Wäre jetzt nicht mein Schuh. Klobig. Ja. Ja, oh, guck mal, wie so sieht denn das MacBook aus? Das muss ich mal euch mal zeigen. Da ist Baustaub ist da drauf. Da ist noch Baustaub drauf auf dieses Ding hier. Das ist der Bot. Leute, das ist, damit ihr den mal seht, das ist der Bot. Seit 2019 wohnt er. Seit 2019 ist hier der Bot drin. Ja. Und der ist schmuddelig gewesen. Aber ja, und der ist richtiger Messi und sowas, der kann nicht umziehen. Also der muss da bleiben, das ist ja das Problem. Ja, ja. Wir müssen eigentlich einen neuen Bot machen, wenn wir den auf einen neuen Rechner machen wollen. Ja, ja, ja.
Weil der hat sich da eingenistet. Der hat sich da eingenistet. Und der sieht so schäbig aus, weil die Leute, die den, die das Studio, die Räumlichkeit da renoviert haben und wir waren noch drin, die haben Trockenbau gemacht, haben geschliffen, ohne die Türen zuzumachen. Jedes, wirklich alles, was wir mitgenommen haben in diesen Laden, jedes Kabel, egal was, alles, musste von uns vorher gesäubert werden. Weil überall eine Schicht weißer Staub drauf war. Es war zum Kotzen. Hier auch. Genau der hier. Das komplett alles, alles war voll mit diesem Staub. Ich wäre fast ausgerastet. Nein, ich bin, bin ausgerastet. Und das entschuldigt bitte. Das Mikrofon ist noch nicht entkoppelt. Wenn man hier drauf hört, guck mal, da siehst du, dann. Oh, aber Trittschallding ist. Ja gut, das ist halt hinten. Nee, wir haben noch. Wir haben noch, wie heißt es? Diese Pots? Nee, nicht diese Pots, dieses rosa Zeugs, wo das ganze Studio draufsteht. Sollen wir das dazwischen machen? Ja, haben wir noch. Haben wir noch so? Ja, aber das passt den Helikopterlandeplatz. Wie heißt denn das Zeugs nochmal? Schon wieder vergessen. Isofair war was anderes. Isobond? Nee. Nein, das war dieses. Silomer. 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 Genau. So, wir verlosen jetzt. Mein Gott. Boah, ich glaube, es tut richtig weh in den Boxen, wenn man hier auf dem Tisch. Nicht hat. Auf den Tisch. Okay, mache ich nicht mehr. Okay, also Verlosung. Verlosung. Also ich hau nicht mehr auf den Tisch, bis wir das Mikrofon entkoppelt haben. Nein, wir haben kein Schwarzlicht im Studio. Was machen wir denn? Ausrufezeichen. Björns Küche. Das ist zu lang. Ja? Warum das denn? Also ich glaube, man kann nicht so viele. Natürlich. Kann man? Björns also? Küche? Das ist schwierig zu schreiben. Ist doch egal. Ja. Ich finde, Björns Küche ist ein gutes. Björns Küche mit OE und UE. Ja. 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 Das ist das Ding. Warum denn? Warum kannst du doch mit Ü machen und. Hat doch jeder auf seiner Tastatur. Wir nicht. Wir nicht. Das ist eine US-Tastatur. Und das noch. Ja, dann. Kann ich leider nichts machen. Okay. Björns Küche mit Ö, mit OE und UE. Dann öffne ich jetzt, ne? Genau. Und da steht es dann, ihr könnt es auch nochmal nachlesen, könnt ihr auch kopieren und einfügen. Genau, und solange der nächste Track läuft, läuft die Verlosung, wir verlängern die und dann gibt es ein Synthesizer-Quartett und Flowcards zu gewinnen, kriegt ihr zugeschickt. Ausrufezeichen Björns Küche. Ausrufezeichen Björns Küche. Es steht da auch im Chat jetzt. Kopiert das einfach. Genau, könnt ihr es abschreiben, Björns Küche. Alles klar, dann letzter Track, ne? Ausrufezeichen Schnuff wäre auch gut gewesen, naja. Beim zweiten, beim nächsten Mal Ausrufezeichen Schnuff. So, wir gehen rein. Beatmax Prediction Evolve. We'll be right back.
So, da sind wir schon wieder. Uns ist gerade aufgefallen, dass die Beschichtung um den Gosowskis, die gestern befestigt worden ist, sich aufwölbt. Geht auch wieder. Unser Malermeister wohl nochmal kommen. Und wie ihr seht, haben wir dynamisches Licht. Ich bin richtig... Boah. Wird dann aber ein bisschen schummerig auch hier, ne? Das hat schon ein bisschen was. Diese. Mach mal Stopp. Ich würde sagen, ich picke mal einen Winner, oder? Ja, pick mal einen Winner. Für den für Synthet und genau. Flowcards. Winner Nummer 1 ist... Was? Cool. Warum steht das hier nicht? Das ist ja gefährlich. Alles klar. Doch, steht doch da. Winner... Da. Ja. Okay. Wollen wir jetzt nochmal auslosen? Oder wollen wir jetzt einfach, also hier einfach noch einen Winner picken? Ja, das ist einfacher. Am fairsten, ne? Ja, ja, dann picken wir noch einen Winner. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch, Wos. Ja, du, warte mal, genau, und dann mach noch einen, dann erkläre ich, wie man deinen Preis abholt. Zweiter Winner. Steffen. Glückwunsch. Geil, Glückwunsch. Nice. So, ihr macht einen Screenshot vom Chat, wo man sieht, dass ihr mit eurem Namen angemeldet seid, und dann schickt ihr den an info@zeilen.de, eure Adresse bitte dabei angeben, und dann bekommt ihr in den nächsten Tagen das geile Synthesizer-Quartett und die geilen Flowcards. Und wenn ihr Bock habt auf das Synthesizer-Quartett, wirklich, schaut es euch an, es ist einfach ein total geiles Must-Have für jeden Producer, genauso wie die Flowcards. Gibt's auf zeilen.de zu einem guten Preis. So, jetzt der Track. Der Track, der Track. Wolf von Beat Max Prediction. Mir hat der gut gefallen, der hat einen guten Vibe, der war schön uplifting. Möchte ich sagen, war ich ein bisschen abgelenkt wegen dieser Abwölbung der Lautsprecher. Vielleicht gebe ich erstmal an dich weiter, Torg. Ja. Dann sage ich, da kann ich mich nur anschließen. Da, genau. ja, also locker luftig war der auf jeden Fall. Ich würde allerdings sagen, dass das Mixing noch nicht so hundertprozentig war. Also die... Also mal ganz kurz... Ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt das Mixing. Aber ich finde diesen so perkussiven Bass, der hat ein bisschen zu viel Bass. Ja, der hat... Genau, der hat ein bisschen zu viel Bass. Schluff. Und der hat kein spürbaren, hörbaren Verlauf irgendwie. Der hat nicht so ein, kein, also der hat keine Höko sozusagen. Der ist einfach wie so ein stehender Ton, so ein einfach so da. Einfach so ein Kasten. Genau. Hat keine Release, geht nicht so, ist nicht so geil, wie er sein könnte, so perkussivmäßig. Und daher ist der Groove so krass staccato. Das ist alles so tick, 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 tick. Und darum ist groovt es nicht so schön rein, wie es sein könnte bei der Stimmung. So. Ja, ansonsten kann ich aber tatsächlich nicht so viel meckern. Also ist jetzt nicht mein Geschmack, aber technisch eigentlich ganz gut gemacht irgendwie. Fafi, was sagst du denn? Ja, mir hat das Sounddesign viel, viel besser gefallen als die Abmischung in dem Track. Von Anfang an habe ich gedacht, als man noch nicht so richtig den Mixdown bewerten konnte, weil noch nicht alle Elemente drin waren, dachte ich, oh mein Gott, ist das eine wunderschön butterweiche Kick-Transiente. Dann kam dazu noch der wunderschöne weiche Bass und dann... Der Synth, der auch super soft also super soft designt war einfach. Und die Bassline wurde immer dröhniger. Und am Ende war es dann, also am Ende wurde es immer mumpfiger, weil immer mehr Elemente hinzukamen, die aber gar nicht richtig durchkamen. Die Clap zum Beispiel, die hat so voll gekämpft, damit sie jeden vierten Schlag vielleicht mal einmal raus kann. Aber die war safe auf die 2 und 4 gesetzt, manchmal habe ich sie gehört. Und bisschen hat mir so das Evolvement gefehlt. Was hat sich denn eigentlich entwickelt in dem Track? Weil eigentlich hat sich nicht so viel entwickelt. Es war für mich aber auch minimalistisch genug. Müsste jetzt nicht noch 1000 Sachen on top. Ist entspannt nebenher gedudelt. Also damit läutet man jetzt kein krasses Finale von irgendwas ein. Dafür gibt es big roomigere Tracks. Aber für das, was der den Anspruch, den der hatte, der Track, fand ich es wunderschön gelöst einfach. Es war einfach sehr chillig. Das Ibiza-Strand. Stört nicht beim Bügeln, würden die sagen, die Leute hier. Ja. Aber ja, das Mixing war etwas mumpfig. Es gab irgendwie ja keinen Groove im Bass auch, ne? Ja. Es war alles so
Brillanz fehlt, sagt Transone, ja. Ja. Das war wirklich mumpfig, ist auch gut. Ja. Ja, danke Fafi. Fafi. Okay, ich glaube, wir kommen zum Voting. Track of the Week. Yes. Könnt ihr jetzt abstimmen? Stimmen Sie ab. Gewinne. Denkt an die 10er-Deals. Ne? Könnt ihr noch ordentlich abstauben auf sign.de. Und ihr könnt jetzt gewinnen und wir gehen nochmal die ganzen Tracks durch. Oh ja. Da. Wir hatten. Da ganz leise. Super leise. So, wir hatten die erste Nummer, die geile Headstone-Techno-Nummer. Die ein bisschen mehr Textur vertragen hätte können und meiner Meinung nach ein bisschen programmiert wirkt. Katharsis. Wusste nicht ganz wohin, sehr viel Vocals, ein bisschen durcheinander vom Arrangement, mit einem Acid am Ende. Modul 808, für mich eines der besten Tracks des Abends. Übrigens, wir haben einfach schon 20.46 Uhr, haben jetzt 3 Stunden. Ein bisschen überzogen. Ja. Sehr geile Nummer, cool aufgebaut, mit einem schönen Vocal. Dann hatten wir der Schall und Klang. Die Hardware-Nummer, mit dem großen Respekt, sowas nur mit Hardware zu machen und dem Tipp, Hardware noch ein bisschen besser aufzunehmen. Hannes Wunderberg. Die Melodic Techno-Nummer, wo die Kick etwas zu groß war, wo man jetzt nicht wusste, will der an den Strand oder will der in den Techno-Club, in den Bunker. Hebe B., wo man wunderbar seine Entwicklung hörte. Hard-Techno-Nummer hämmerte sehr, rufte dafür nicht so doll, etwas Staccato-mäßig alles. Aber Spaceman 2 benutzt. Linkovic. Wie viele Hi-Hats können wir in einen Track machen? Ja? Ja, wie viele Samples generell? Da sind sie alle. Hört mal, bei Hi-Hat 880 musste ich lachen. Liquid Nights, Ambient-Techno. Torg und ich haben uns gestritten. Wir werden jetzt einige Tage nicht mehr miteinander sprechen. Ich habe dich schon blockiert auf WhatsApp. Hast mich schon auf WhatsApp blockiert? Okay. Ja. Ich hab schon Posting gemacht, bitte alle entfolgen. Ah, genau. Entfolgt Torgen. Kennen Sie diesen Mann. Achten Sie auf diesen Mann. Polygon Low, geile Nummer mit der Geige. Sehr, sehr starker Track, muss ich sagen. Und die Evolving-Nummer zum Schluss. Und wir gehen mal in den Poll rein, was wir vergessen haben. Ja, ich dachte mir, wir gehen am Ende erst rein, um Beeinflussung zu vermeiden. Naja, okay. Ah, jetzt so, sind wir natürlich schon drin. Sind wir drin. Ist auch abgeschlossen jetzt. Und bitte nicht mehr abstimmen. Stopp. Ich sehe, Modul 808 liegt ziemlich weit vorne, aber wir lassen noch ein bisschen. Ja, achso, ich hab jetzt schon hier. Na okay, jetzt geht's hier dann noch weiter. Was ist denn mit dem Fernseher da oben? Ich sehe jetzt komplett aus. Ja, das sehe ich aus wie ein. Hier sind noch so ein paar Sachen. Ja, das kann man einfach nicht. Also Modul 808 ist vorne. Low und Polygon. Das sind aber auch wirklich die beiden Tracks des Abends heute, finde ich. Kopf an Kopf hier. Kopf an Kopf rennen. Schnuff an Schnuff rennen. Machen wir nächstes Mal einfach. Oder in Zukunft einfach wieder mit dem Countdown, würde ich sagen, oder? Dann ist es am fairsten so. Dann kann man ja, ne? Sagen, hier, dann ist Ende. Ja. Da mache ich jetzt mal einen Countdown einfach hier auf meinem Telefon. 38 Minuten. 38, genau. Eine Minute. So. Da läuft der Countdown. Low End Polygon ist. Oh, Low End hat überholt. Hat überholt. Bitte schön, alle voten, jeder nur einmal, seid fair. Ja. Voten Sie. Voten Sie, voten Sie, voten Sie. Ja, wir können ja noch mal kurz darauf hinweisen: Donnerstag, ne? Ist der nächste Stream hier. Machen wir
Nerd Talk, bisschen Mucke, zeigen euch unser neues Produkt, Essential Elements 3. Genau, mit dem zeigen wir euch auch, wie man nur mit Ableton geilen Techno produziert. Genau. Da könnt ihr viel lernen. Gucken unsere Folgen rein. Checkt unseren Discord-Server, bitte nochmal verlinken. Wer noch nicht drauf ist auf den Discord-Server, geht auf jeden Fall drauf. Und auf jeden Fall checkt auch noch die 10er-Deals diese Woche noch, bis Sonntag. Und damit ist unsere neue Streaming-Saison eingeläutet. Ihr wisst ja immer, im Sommer machen wir ein bisschen Sommerpause. Da, stopp. Das war's, stopp. Polygon. Stopp, nicht mehr gewonnen. Abstimmen. Nicht mehr abstimmen, ja, jetzt so abstimmen. Polygon hat gewonnen. Ja. Modul 808. Sehr, sehr geile Plätze. Law in Polygon, bitte bei uns melden. Glückwunsch. Glückwunsch. Ihr bekommt einen Gutschein für unseren Shop. Ja. Und geil. Geiler geil. Stream heute, hat richtig Spaß gemacht. Gut mit euch. Freue mich drauf. Viele am Start waren. Hier. Ja, auf jeden Fall. Ja. Crazy. Nehmt euch am Donnerstag nichts vor, wird ein richtig cooler Stream. Kein Track-Feedback, sondern eben Nerd-Talk, cooler Hangout mit der Community. Freue ich mich richtig drauf und ich rufe jetzt gleich erstmal den Maler an und frage, was das für Scheiße soll, dass hier die Kacke wieder von der Wand kommt. Das geht ja überhaupt nicht. Und Torg und ich boxen noch so ein bisschen unser Ambient-Talk aus. Genau. Fafi, was machst du noch? Ich kümmere mich mal um meine Katze hier gleich, die jammert mir schon den ganzen Abend die Ohren voll nebenbei, die kriegt gleich ihren Schmusi. Ja, das super ist meine nice. Abplanung. Okay, ja, dann. Danke Fafi, dass du am Start warst. Ja, danke. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Ciao, liebe Community, wir sehen uns Donnerstag oder nächste Woche Dienstag wieder im Track-Feedback. Macht euch einen schönen Abend. Ja, ich sage bis Schnuff. Ciao, Kakao. Wir sagen Dankeschön. Schnuff. Die Flippers. Okay, kenn ich. Schnuff.